aus. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu können zum heutigen Verantwortungstreff. Ihr wisst, die große Frage, die sich mit dieser Veranstaltung verbindet, ist an alle Menschen: Wir reden über vieles miteinander. Warum nicht einmal in der Woche eine Stunde über Verantwortung im Allgemeinen zu sprechen? Also nicht nur Verantwortung für irgendwelche Splitter oder Tellerränder, sondern Verantwortung in der ganzen Weite, die es vielleicht hat oder haben kann. Ja, also ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich eröffne das Gespräch. Und wir haben ja immer unsere Reihenfolge nach Alter so gestuft und deshalb gebe ich zuerst an den Dylan. Ja, vielen Dank. Ich lege los, indem ich erstmal sage, hallo Jürgen Wagner, dein theologischer Kollege und Namensvetter Pfarrer Jürgen Fliege, Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, hochbekannt, ist jetzt Mitglied in die Basis geworden. Schade, dass von der Schenkerbewegung noch niemand Mitglied bei der Basis geworden ist. Ne? Wäre auch schön. Aber Pfarrer Fliege ist schon dabei. Ne? So, und dann, ich bin bei der Selbsterkenntnis-Dings, gehe ich heute noch ein Stück weiter. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, so wie das ist mit der Selbsterkenntnis, so meine Kindheitserlebnisse, die Körperfeindlichkeit, wie ich von den vorteilbringenden Irrtümern der Nahrungsindustrie infiziert wurde und dann eben entsprechend ängstlich und schüchtern gegenüber den Mädchen war und dann eben immer esssüchtige Tendenzen bekommen habe und wie ich dann auch im Studium eben die vorteilbringenden Irrtümer meiner Sparte gelernt habe, obwohl ich eigentlich schon vorher eine naturwissenschaftliche Grundausbildung hatte, schon in der Schulzeit, mit der ich eigentlich die Denkfehler in der Psychotherapie hätte eigentlich durchschauen können müssen, konnte sie aber nicht durchschauen, weil meine Psyche irgendwie ja offen war dafür, diesen Beruf zu erlernen und ich dadurch eben nicht so genau hingeguckt habe bei den Details, die mir unterrichtet wurden. Ne? Und deswegen sage ich jetzt den neuen Satz. Ja? Selbsterkenntnis, die höchste Stufe der Selbsterkenntnis, rege ich an, so zu verstehen. Ja? Dass man, wenn man sagen kann, mein Satz gilt, die Welt muss vor mir geschützt werden. Die Welt muss vor mir und meinen potenziellen vorteilbringenden Irrtümern und vor der Tatsache, dass ich eventuell ein Lobbyist wider Willen sein könnte, davor muss die Welt geschützt werden. Und zwar ein Weg, wir hatten ja über die Doppelschienigkeit gesprochen, ist natürlich immer wieder zu versuchen, auch mein Verantwortungsbewusstsein zu bilden und zu entwickeln und möglichst nahe dem Post-Conventional Level zu kommen von Kohlberg und so weiter. Aber ich selbst meine, dass ich auch zusätzlich die positiven Anreize brauche. Ich habe es nämlich erlebt als junger Student, als Psychotherapiestudent in der klinischen Psychologie, dass meine Psyche eben doch biegsam war. Das war ja der Weg, wie ich Geld verdienen sollte. Und da hat die Psyche da nicht so genau hingeguckt und hat einfach viele Theorien akzeptiert, wo ich mich frage, wie konnte ich die überhaupt jemals akzeptieren? Ne? Also nochmal der Satz, die Welt muss vor mir und meinen potenziellen vorteilbringenden Irrtümern geschützt werden, indem positive Anreize mir gesetzt werden. Ich habe immer gesagt, ich arbeite gerne, ich mache gern wieder eine große Praxis auf, wenn die Anreize stimmen. Wenn die Anreize dafür sorgen, dass ich nicht in Versuchung komme, wieder Dauerpatienten zu erzeugen, nur um des Geldes willen. Ja? Sondern wenn ich die richtigen Anreize habe, nur erst dann
Wenn auch ich beurteilt werde nach meinem gesundheitsförderlichen, meinem Nutzen für das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden, dann mache ich gerne eine Praxis auf. Weil ich dann weiß, dass meine Psyche mich nicht austricksen wird. Dass sie nicht wieder anfängt, schleichend irgendwie die Termine häufigere Termine zu machen, damit ich mehr Geld kriege und so weiter. Denn ich traue mir nicht. Ja, ich traue mir auch nicht, zum Beispiel, manche würden sagen, man müsste doch einfach den Weltrat, man müsste doch den einfach regieren lassen. So quasi als Diktatoren. Da sage ich, ich traue aber mir nicht und ich traue dem Weltrat nicht. Unter den Bedingungen eines Diktatorischen besteht die Gefahr, dass uns das zu Kopf steigt und dann wir plötzlich durchdrehen und den ganzen Bevölkerung Schaden zufügen. Also will ich das nicht. Ich will nicht, dass wir das Sagen bekommen. Weil das mir zu gefährlich ist, weil ich nicht sicher bin, ob ich den Versuchungen, die dann entstehen, standhalten könnte. Ja? Also ich will weder Macht bekommen, noch will ich eine Praxis jemals aufmachen, wenn ich dann wieder, vielleicht ohne dass es mir bewusst ist, anfange, vorteilbringende Irrtümer zu entwickeln, die dazu führen, dass ich wieder Menschen wie damals in Dauerpatienten verwandle und sie dann möglichst lange in der Therapie behalte, weil ich dann möglichst viel Geld kriege. Ich will nicht selber dieser gefährlichen Situation ausgesetzt sein, weil ich davon ausgehe, dass meine Psyche biegsam ist und sogar meine Psyche sich biegen lässt und ich mich dann den Fehlanreizen anpasse. Also wer das sagen kann, was ich eben gesagt habe, hat aus meiner Sicht den Selbsterkenntnisweg richtig gut begonnen. Denn sobald auch nur ein Fehlanreiz irgendwie um mich herum ist, muss die Welt vor mir geschützt werden. Denn auch meine Psyche ist biegsam. Fehlanreize korrumpieren die Psyche und können auch meine Psyche, obwohl ich so scheinbar vielleicht resistent erscheine, aber ich habe einfach... Ich traue mir nicht, ja? Denn ich habe ja gesehen, wenn ich mir, also nochmal der Satz, weil das so wichtig ist. Die Welt muss vor dem geschützt werden, was mit mir passiert, sobald Fehlanreize im System vorliegen. Der Corona-Ausschuss-Termin 12 hieß ja Fehlanreize im System, wo ich gesprochen habe, ja? Mit Wodak und Füllmich und Fischer und so weiter. Also die Welt muss vor dem geschützt werden, was mit mir passiert, sobald Fehlanreize im System vorliegen. Und deswegen ist es wirklich für mich der Gedanke, ja, es könnte sein, dass die denken, sie bräuchten die positiven Anreize nicht, um faktisch Gutes zu tun, dass die möglicherweise sich irren. Ja, dass die möglicherweise denken, sie seien selbst unkorrumpierbar. Aber wie viele Menschen auf der Welt haben schon gedacht, sie seien unkorrumpierbar? Und dann ist ihnen doch irgendwie die Situation zu Kopf gestiegen. Ich mache ein Beispiel noch. Das gab einen Spielfilm über die Kuba-Krise. Die Kuba-Krise war die, wo fast ein Weltkrieg entstanden ist. Und da konnte man unheimlich toll die ganzen Politiker sehen, die so randvoll mit den vorteilbringenden Irrtümern der Waffensparten waren, dass sie regelrecht ständig den Finger am Atomknopf hatten. Die waren also ganz gierig darauf, sofort kriegerisch loszulegen, weil die einfach den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hatten, so ja, mit den Russen umzugehen, der einzige richtige Weg ist da einfach mal ein paar Atombomben zu schmeißen und mal den Krieg mit denen zu riskieren, ne? Und das zeigt mir, wie gefährlich Menschen
sozusagen, wie leicht die Menschen bereit sind, in irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer reinzurutschen. Und wenn ich an den Kaiserschnitt denke, wo wirklich von einem Tag auf den anderen für den Kaiserschnitt viel mehr Geld bezahlt wurde und innerhalb von Wochen und Monaten entwickelten sich vorteilbringende Irrtümer in der Ärzteschaft und plötzlich fingen die Ärzte alle an, bei jeder Gelegenheit Frauen den Kaiserschnitt aufzudrängen, sozusagen. Ja? Also, was ich damit sagen will. Ich will für mich positive Anreize. Belohnungen, Leckerli, Verstärker, positive Verstärker. Wenn ich nachweislich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit meiner Kunden verbessert habe und ansonsten ist es mir zu gefährlich. Also, ich will für mich positive Anreize. Ich will also diese Stiftung Warentestisierung der Next Scientists for Future, weil sogar ich mir selber zu gefährlich bin und wäre, wenn ich keine positiven Anreize hätte. Ihr merkt, das beschäftigt mich jetzt zurzeit sehr stark. Ja, und ich gebe weiter an den nächsten bitte, ja? Ja, danke schön, Dylan. Ich greife mal erstmal auf als Überleitung, was du da gesagt hast. Also ich glaube eigentlich, wenn wir ehrlich denken, sind einige Zusammenhänge sehr, sehr einfach auch. Wir lassen sie nur halt nicht so richtig rein in unser Bewusstsein, weil sie lebenspraktisch erstaunlich fern erscheinen, also von der Wirklichkeit der allermeisten Menschen, von uns selbst. Und wir schrecken vor den Konsequenzen halt einfach zurück. Denn du hast angesprochen, ja, diese vorteilbringenden Irrtümer, also dass man letztlich für kurzsichtige Interessen, die man ja auch als ganz vernünftig in Anführungszeichen sich erscheinen lassen kann, oder auch anderen oft, für kurzsichtige Interessen größeren Schaden so oder weitreichenden Schaden entstehen lässt, von vorteilbringenden Irrtümern manipuliert ist, und dass man deshalb dann kein Vertrauen dazu haben kann. Nicht zu sich, nicht zu anderen Menschen, nicht zu Regierungen, die so fehlgeleitet sind. Ja, das ist ein Grundproblem, dass die Menschen nur kurzsichtig denken und die weiterreichenden Schadensfolgen nicht angemessen berücksichtigen. Und ich beziehe es mal auf den Begriff, der uns ja geläufig ist, des Post-Conventional Levels als des Maßstabs für echte Verantwortungsreife, dass jemand nicht mehr blind irgendwo hinterherrennt, keinen Autoritäten, keinen Spielregeln, sondern alles in Frage stellt unter aufs Ganze schauenden Verantwortungsmaßstäben, wie Folgenverantwortlichkeit, allgemeine Menschenrechte und so weiter. Also im Prinzip kann man kein Vertrauen haben zur Steuerung von Menschen, die diese umfassende Verantwortlichkeit nicht haben. Einschließlich man selbst. Und wenn man diese Fähigkeit hat, dann kann man eigentlich gemeinsame Entscheidungen über alles andere, Konsensentscheidungen, die verantwortlich sein sollen, auch nur mit Menschen treffen, die ebenfalls das Post-Conventional Level in sich verwirklicht haben, nach diesen Maßstäben gehen. Die anderen, also das wäre die Augenhöhe in gemeinsamem Verantwortungsbewusstsein. Mit den anderen Menschen gibt es ja trotzdem eine Art von Augenhöhe oder auch eben Begründung für Gewaltfreiheit, dass man die nicht einfach zwingen oder gewaltsam zu irgendwas erziehen darf, durch die Augenhöhe der gemeinsamen Denkfähigkeit. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit der Augenhöhe der gemeinsamen Verantwortungsreife. Und dementsprechend wird das in der Praxis bedeuten, dass man mit anderen Menschen friedlich so umgehen muss, dass man mit ihnen gemeinsam die Verantwortungsreife des Post-Conventional Levels erreicht, um dann mit ihnen, getragen durch gemeinsame Verantwortungsreife, gemeinsame Verantwortungskonsense zu treffen. Und dadurch ist auch dann das Problem der Regierung und wie gefährlich ist es, sich oder den Weltrat zur Regierung zu machen, das ist dann vom Tisch, weil gar nicht irgendwie ein Einzelner oder ein Gremium so einfach zur Regierung gemacht wird, sondern
wenn diese gemeinsame Verantwortungsreife da ist und dadurch die Möglichkeit zu gemeinsamen Verantwortungskonsensen, dann wird man ja in diese Struktur einer Konsensräterepublik übergehen. Das heißt also Basisgruppen von Menschen, die wirklich auch selbst entscheidungsfähig sind und die treffen ihre Konsensentscheidungen, die sprechen auch, die wählen auch Konsenssprecher, die in Konsenssprecherräte dann gemeinsam mit anderen Konsenssprecherräten gehen, um auch überregionale Entscheidungen zu treffen. Und das kann sich dann auch strukturell immer überregionaler gestalten, bis hin zu einer Weltkonsens, ein Weltkonsensrat. Ja, also das wäre diese Entwicklung und es wäre gar nicht mehr so, dass man sich fragen muss, ist es jetzt gut, jemanden einzusetzen als Regierung, weil es dann gefährlich, weil es wird keiner mehr so einfach von irgendwoher eingesetzt, sondern es wächst von unten dann aus den Konsensgemeinschaften der verantwortlich gewordenen oder verantwortungsreif gewordenen Menschen. Okay, ja, und damit kann ich gleich überleiten, was ist meine Lebenswirklichkeit im Moment, was beschäftigt mich? Ich bin hier in einem Wohnmobil in Berlin, in der Nähe des Brandenburger Tors. Und es gab ja den Wahlruf der Corona-Widerstandsszene Pfingsten in Berlin. Und da bin ich auch, also nicht nur wegen den einzelnen Demonstrationen jetzt aus Anlass der Entwicklung mit den Corona-Maßnahmen. Das ist natürlich erschreckend und skandalös, dass die eventuell trotz vorhandener Impfung nicht nur die Zwangsmaßnahmen aufrechterhalten, sondern auch so Ideen kommen wie, es müssten sich trotzdem alle impfen lassen. Obwohl ja die jetzt nicht mehr gefährdet werden wollen durch zu schwere Erkrankung oder Tod und auch das Gesundheitssystem schützen wollen vor Überlastung. Die könnten ja einfach sagen, das ist durch die Impfung gewährleistet. Also können alle Zwangsmaßnahmen wegfallen. Stattdessen wird mit Macht dieses, wir impfen die ganze Gesellschaft durch und eventuell eine zumindest indirekte Impfpflicht für Kinder, nach dem Motto, ohne Impfung kommt dann keiner mehr in die Schule oder derartiges. Das sind natürlich alles Gründe für sich schon auch, um jetzt hier demonstrieren zu gehen. Aber zumindest ihr, meine beiden Gesprächspartner, wisst ja, dass ich hauptsächlich hier in Berlin bin, weil mich noch eine andere Dimension interessiert, nämlich das ganzheitliche Andersleben. Nicht nur irgendwelche Einzelveranstaltungen, sondern was hier in Berlin mit der Widerstandsbewegung sich dann ja auch verband, eine dauerhafte ganzheitliche Lebensform, was hier das Zeltcamp sein sollte. Und das habe ich ja übernommen im Herbst, im Oktober, vom Organisator der Querdenker, vom Dirk Scheller, und habe gesagt, ich möchte gerne diesen Faden fortsetzen, dass das Zeltcamp bestehen bleibt. Was hier in kleinem Maße, in kleinem Rahmen durchaus gelungen ist, also in privaten Gärten, wo wir uns hingeflüchtet haben, nachdem die Obrigkeit hier nichts anderes mehr zuließ. In den privaten Gärten standen den Winter über auch Zelte und zumindest abwechselnd waren in der Regel auch Leute da, die dann da auch tatsächlich gelebt haben, also auch in den Zelten sich schlafen gelegt haben und so weiter. Und ja, also dieser Faden, der interessiert mich am meisten, weil er wäre von der Wurzel her eben die Behebung dieser Willkürgefahr, dieser Korruptionsgefahr, wie sie sich jetzt mit der Corona-Krise auch manifestiert. Und ja, also um hier zu schauen, dass ich diese Zeltentwicklung weiter betreue und gucke, dass das eben auch seine Form bekommt, bin ich hier in Berlin. Und es war ganz nett. Also eigentlich hat der erste Tag schon wieder durchaus das nötige Erfolgserlebnis gebracht. Nämlich, dass ich sehr freudig eingeladen wurde, sogar von einer Veranstaltung. Kultur und Kunst trifft sich in Berlin. Und im Unterschied zu vielen anderen Kunstveranstaltungen, die ich in den letzten Monaten hier erlebt habe, wo die Künstler eigentlich alle so drauf waren, dass sie dem Staat ja gebuckelt haben gegenüber der Regierung. So nach dem Motto, wir machen doch alles, wir befolgen doch alle eure Maßnahmen, gebt uns mehr Geld. War das jetzt eine Veranstaltung, wo man offen die verschiedenen Sichtweisen darlegen konnte und wo ich dann eine Rede auch halten konnte, dazu eingeladen war, in welcher ich versucht habe, diesen Tiefgang auch reinzubringen. Also nicht nur, jetzt schafft doch die Maßnahmen ab, damit wir wieder tanzen können. Eine Rückkehr vielleicht zur alten Normalität, weil die alte Normalität war eine, wo die Menschen so korrumpierbar waren,
nicht nur wie es das Milgram-Experiment gezeigt hat, sondern wie es dann auch die Corona-Krise gezeigt hat. Also eine Rückkehr in die alte Normalität mit dieser Korruption drin, das wäre kein Weg, der sinnvoll ist. Und insofern habe ich versucht, das eben auch bei meiner Rede deutlich zu machen, dass wir endlich uns mit diesen grundlegenden Verantwortungsfragen beschäftigen müssen und eine gesicherte Verantwortungsrichtung in die Zukunftsentwicklung hineinbringen müssten. Ja, das zu meiner gegenwärtigen Situation. Ich kann auch sagen, heute, als wir in die Stadt gegangen sind, also das mit der Rede war gestern, heute war es faszinierend, weil, also einerseits hat die Polizei schon versucht, die Demonstranten sehr auf Abstand zu halten und einzukesseln oder zu zersplittern, offensichtlich. Aber, also ich hatte faszinierende Erlebnisse. Ich gehe ja immer auf die Menschen zu und mich interessiert vor allem auch dieser menschliche Bezug zu allen, also dass man da gar nicht in Fronten so denkt, sondern Fronten mit Menschlichkeit auch auflösen kann. Natürlich nicht nur mit Menschlichkeit, auch mit Überzeugungskraft von Argumenten, von Sinnhaftigkeit, dass man da eben wirklich guckt, wie kann man mit etwas, was allen Menschen so letztlich ja an die Seele geht, Bindungen, auch Verbindungen erreichen. Und ich habe stundenlang mit Polizisten geredet, also schon auf dem Weg in die Stadt. Aus einem Polizeiauto heraus wurde mir freudig ein Hallo öff zugerufen und ein gehobener Daumen gezeigt. Also sehr positive Zuwendung. Und in der Stadt dann stundenlange Gespräche eben. Und eine Premiere war, dass tatsächlich dabei zwei Polizisten, Mann und eine Frau, scheinbar wohl überlegt haben, weil sie hörten, dass ich so katholischer Theologe auch bin und eigentlich die Ausbildung haben, mit der man Priester sein könnte. Also alle waren überzeugt, dass die katholische Kirche mit ihrer Hierarchie nicht gerade das ist, was Jesus wollte. Und da haben sie für einen Moment überlegt, ob sie sich von mir nicht trauen lassen könnten. Also das ist noch was. Das zeigt, dass ich nicht so schlecht angekommen bin mit meinem Versuch, sie menschlich zu erreichen und auch ihnen vernünftig erscheinende Dinge zu sagen. Okay, ja, also so habe ich lange Gespräche hinter mir, auch einzelne Zivilpersonen getroffen. Eine Frau, die meinte, sie ist eigentlich direkt auf der Achse mit ihrem Zelt und ist nicht so gebunden, dass sie nicht auch grundlegende Umkrempelung ihres Lebens machen könnte. Naja, der habe ich gesagt, wenn sie will. Also bei mir ist das von 0 auf 100 in die ganz andere Lebensweise jederzeit möglich. Und ja, sie können sich ja gleich dann ihr Zelt schnappen und mitkommen. Also ich würde dringend Leute brauchen, mit denen ich einfach so sagen kann, okay, die sind völlig verfügbar und flexibel. Man ist wie ein, nicht einer ist Sekretär von mir, sondern wir sind ein Sekretär und Sekretärin-Team, kann man sagen, für die gute Sache. Aber dass man dann gemeinsam schaut, wie ist denn die Gesamtlage mit den Projekten und den Aktionen, die wichtig sind. Und dass man sich einfach aufteilt und ja, wie so ein Springer-Team, ne? Also völlige Verfügbarkeit und Einsetzbarkeit der Menschen hingeht und sie dann so voll mit ins Spiel bringt für möglichst kraftvolle Alternativentwicklung. Gut, so viel mal zu meinem Hintergrund heute. Und damit gebe ich weiter. Hallo. Ja. Im Vorfeld hatte ich Öffi schon die Möglichkeit erzählt, dass wir heute unter anderem oder dass ich heute in meinen Redebeiträgen über ein Konfliktmuster sprechen könnte, was ich sehe in verschiedenen Konstellationen, in denen ich bin, dass ich das scheinbar oft habe, nämlich, dass ich das Gefühl habe, dass gewisse Vereinbarungen nicht eingehalten werden und dass anstatt das alle, die das genauso sehen, sagen, hey, Moment, da werden Vereinbarungen nicht eingehalten, dass entweder eine Konfliktscheue da ist oder auch, dass weiserweise möglicherweise gesagt wird, dass es vielleicht langfristig wertvoller ist, nicht jetzt den Konflikt knallhart zu lösen und damit die Person auf eine Art bloßzustellen oder sie damit zu konfrontieren, wie fehlerhaft sie ist, sondern die
die Berührungspunkte zu minimieren, die ich mit der Person habe, und die Person dann in den Punkten, in denen sie konstruktive Arbeit leistet, nicht zu verlieren und das so sich nebenbei lösen zu lassen, dadurch, dass wir in anderen Bereichen erfreuliche gemeinsame Erfahrungen machen. Da fällt mir gerade ein, dass der Dylan ja meinte, an dem Bauernhof, wo ich bin, das sogenannte Morgenhold, dass er mir empfiehlt, wenn hier neue Mitmenschen hinzukämen, dass man jeden Tag die Friedensagentur, die sogenannte Tagen, ließe, wo jeder Mikrokonflikt, jede Meinungsverschiedenheit, jede Begegnung, die ein unsauberes Gefühl hinterlassen hat, gleich von Grund auf analysiert und hoffentlich geklärt würde. Ja, das ist ein Thema. Und am Donnerstag hatte ich meine Bezugsgruppen-Telco von Extinction Rebellion. Da wurde erwähnt, dass scheinbar die Stratosphäre durch das CO2 schrumpft Richtung Auflösung. Da habe ich dann gelernt oder wieder aufgefrischt bekommen, dass die Stratosphäre die Schutzhülle der Erde ist mit Sauerstoff und so weiter, die sie halt vom All schützt. Und da habe ich nochmal mir die zwei Pole stark mich mit ihnen auseinandergesetzt, nämlich einerseits, okay, unter so konkret lebensbedrohlichen Situationen wäre halt auf eine Art stark angesagt, ohne Rücksicht auf Verluste oder Ängste, also ohne Rücksicht auf Vorteile, ohne Angst vor Polizei, Repressalien oder sowas, sich in zivile Ungehorsamssituationen zu begeben, um zu versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen, mit der Erkenntnis, wie schlimm es um unsere Natur steht zum Beispiel, wobei man das natürlich auch auf Kontexte wie Korruption oder sonst was ausweiten könnte. Und gleichzeitig mit irgendwie den Ängsten und auch mit wie krass unwahrscheinlich es ist, dass irgendwas sich ändert, also dass es wirken könnte. Also wir haben dann darüber gesprochen, welche Perspektiven des Friedens jeder hat, trotz all dieser Sachen. Ja, ich kann das irgendwie gerade nicht so klar darstellen, beziehungsweise schaffe ich es nicht selber, irgendwas überzeugend zu finden, warum man das nicht macht gerade, warum man nicht gerade alles riskiert, den vollen Einsatz bringt. Aber ja, also ich hatte irgendwie damals noch ein paar bessere Gründe als nur Angst und Bequemlichkeit. Zumindest hat sich das so angefühlt. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich erzähle. Und eure Beiträge waren auch sehr interessant, sehr eindrücklich, Dylan, wie du dir selber nicht vertraust und wie stark biegsam du die Psyche betrachtest. Und wie Öffi du dann davon geredet hast, als wäre das eine ziemlich klare Selbstverständlichkeit, dass halt einfach alle das Post-Conventional Level erlangen. Ja, bin ich gespannt, jeweils mehr zu hören und gebe weiter und schalte mich wieder stumm. Ja. Vielen Dank. Ihr hört mich gut, gell? Ja, ich denke schon. Und jetzt bin ich dran, ja, und ich zeige jetzt den Zuschauern ein Bild. Und zwar, ich gehe mal auf unsere Homepage. Ja, ich lese gerade mal vor, was es bei uns auf der Homepage gibt, weil ich das auch wieder für sehr wichtig auch für euch halte. Also, ein neuer Satz ist drauf. Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem des Planeten Erde. Ja, denn schauen wir uns doch mal an. Corona, Berlin, ja? Das heißt, dieses irrationale Geschehen geht immer weiter, ist unaufhaltsam, weil eben da im Gesundheitswesen keine positiven Anreize vorhanden sind,
sondern nur Fehlanreize? Glauben alle Beteiligten wirklich das, was sie sagen? Drosten Wieler Lauterbach, glauben wirklich, dass die Mikroorganismen ungeheuer mächtig seien, dass Ernährung und gesundes Wasser, gesunde Luft völlig unwichtig seien, völlig vernachlässigbar seien und dass einzig alle paar Monate eine Impfung zu kriegen, die Menschheit retten könnte. Auf Dauer, immer wieder. Ja? Und das zeigt mir, dass ich traue den Menschen nicht. Wie sollen diese Menschen, die so voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, wie sollen die ohne das Setzen von starken positiven Anreizen jemals in einen post-conventional level und in den Zustand kommen, dass sie sagen, oh ja, wir haben uns alle total geirrt, wir haben da halt also vorteilbringende Irrtümer übernommen, mit denen wir jetzt Milliarden verdient haben. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, dass 9 neue Milliardäre durch das Impfgeschäft entstanden seien, hat GMX berichtet. 9 neue Milliardäre gibt es jetzt in der Welt, die durch die Impfungen zu Milliardären geworden sind, ne? Das ist jetzt, und ich traue dem nicht. Also ich alleine, ich sage wunderbar, wenn ÖFF es schafft, wirklich das, dass diese Persönlichkeitsentwicklung der Menschen, die Persönlichkeitsbildung gelingen möge. Aber wenn ich mir die Welt anschaue, wie vehement die Leute aufgrund der Fehlanreize verstrickt sind in ihre vorteilbringenden Irrtümer und wie sie bereit sind, das durchzuziehen, am Ende bis zu einem Impfzwang. Denn es ist ja nicht so, dass dann die Kinder nicht zur Schule gehen, sondern die Eltern, die ihre Kinder nicht geimpft haben, denen wird höchstwahrscheinlich das Sorgerecht entzogen. Und dann werden die Kinder zwangsgeimpft und dann gehen sie wieder zur Schule. Die Eltern werden da gar nicht mehr gefragt. Also das ist das, worauf es hinauslaufen wird. Ne? Also und deswegen unser Satz auf der Homepage. Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem des Planeten der Erde. Jetzt könnte man ergänzen im Sinne der Doppelschienigkeit, dass der Mangel an Persönlichkeitsbildung Richtung post-conventional level noch dazukommt. Ja, diese beiden Dinge. Aber der Grundstandpunkt von Weltrat und Next Scientists for Future ist ja erst einmal, dass wir den Glauben haben, dass wir unbedingt auch die positiven Anreize brauchen. Dass wir also, was weiß ich, über Wohlfühlstimme oder über Gesundheitsdaten oder Langlebigkeitsdaten genau ausrechnen müssen, ob so Ärzte wie Drosten, Wieler und Lauterbach, ob das, was sie tun, auf die Menschen eine positive Wirkung hat oder eine schädliche Wirkung hat. Und ich glaube, dass solche Leute nur so gestoppt werden können, wenn sie plötzlich merken, dass sie anstatt Milliarden zu verdienen, plötzlich alles Geld verlieren, weil die Daten ganz klar zeigen, ja, was ich mache, ist verkehrt. Das schadet den Menschen, das zerstört Gesundheit, beschädigt Gesundheit. Ich glaube, dass diese Leute nur so zu stoppen sein werden, durch neue Anreize im System. Ja? Und dann wollte ich euch noch kurz vorlesen, was wir haben an neuen Fächern. Wir haben ja jetzt mittlerweile den neuen Standpunkt, dass wir sagen, wir trösten uns im Moment. Ja, wir kommen nicht so richtig weiter mit der Politik. Jetzt kommen wir auch, wird sich zeigen, wie weit wir mit der Gemeinwohllobby und der verfassungsgebenden Versammlung weiterkommen. Wird man sehen, ja. Aber wir trösten uns gerade. Wir sagen einfach, wir sind jetzt eine, wo ist es? Wir sind hier, hier steht's. Die Alleinstellungsmerkmale der Next Scientists for Future und ihrer Online-Mini-Universität. Kostenlosen Online-Mini-Universität. Ja, wir haben jetzt die Tatsache, dass wir ungefähr
jeden Tag 50 Menschen haben, die sich irgendeine unserer Vorlesungen anhören. Immerhin, damit trösten wir uns. Ne? Damit trösten wir uns. Wobei zum Beispiel so Sendungen, wie wir sie jetzt gerade machen, die haben meistens so 400, 500 Zuschauer. Aber wir müssen ja immer klar sein, davon hören vielleicht nur 30 wirklich gründlich zu. Ne? Das ist ja immer nur ein gewisser Prozentsatz. Wir hatten schon mal, dass wir 20% wir haben bei einigen Sendungen sogar erreicht, dass 20% der Anklickenden tatsächlich von der ersten bis zur letzten Sekunde alles gehört haben. Das ist aber nicht die Regel. Ne? Es schwankt zwischen 3% und 20%. Ne? Und jetzt haben wir hier stehen, also unsere Fächer. Das alte, was ihr vielleicht schon kennt von der Homepage, ist eben die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, die evolutionsbiologische Politikwissenschaft, die wir als Fächer unserer Mini-Uni haben. Dann haben wir die korrigierte und komplettierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie. Und jetzt haben wir hier noch ein paar neue Fächer draufstehen. Neopsychobiologie. Neo-Evolutionspsychologie, also Neo heißt ja nur neu, ne? Einfach nur neu, weil die Psychobiologie oder auch eben einige Sachen hat, wo man nicht mitgehen kann, ja? Die nicht überzeugend sind. Also Neo-Evolutionspsychologie, Neo-Ernährungsmedizin, Neo-Sportmedizin, Neo-Biopsychologie, Neo-Paleobiologie, Neo-Evolutionsmedizin, Neo-Paleoanthropologie und Neo-Ernährungspsychiatrie. Ernährungspsychiatrie ist das, wo man über gesündere Ernährung versucht, psychiatrische Krankheiten zu beenden. Ne? Ja, das ist das, was neu ist auf der Homepage. Jetzt gehe ich mal wieder zurück hier. Jetzt können die Leute ein Foto von mir immerhin mal sehen, so ein bisschen was. Und ja, ich sag noch, ich mache noch ein bisschen weiter mit dem, weil mir das so wichtig ist, mit dem, was ich vorhin schon angefangen hatte zu lesen. Ich will das einfach noch ein paar Minütchen, zwei Minütchen jetzt noch hier dranhängen. Ich fürchte, dass das, was zum Beispiel die Manuela vom Wandelgesprächen erhofft, nämlich dass in der Kommune, wo sie mit zu tun hat, dass da die Persönlichkeiten so hoch entwickelt sind, dass die also da irgendwie unkorrumpierbar sind. Also ich persönlich, also meine Frage auch an euch, traut ihr beide euch selber? Glaubt ihr wirklich, dass ihr durch nichts in dieselbe Situation kommen könntet wie Drosten, Wieler und Lauterbach und irgendwie durch die Fehlanreize und durch die Ausbildungssituation irgendwie korrumpiert worden hättet sein können? Das ist auch so die ähnliche Frage, wie weit hätte mich zum Beispiel auch der Wahnsinn von Hitler korrumpieren können? Ich kann nicht sagen, dass ich sicher bin, dass mich das nie hätte korrumpieren können. Ja? Also ich weiß es nicht. Also und ich fürchte persönlich, dass auch die höchst entwickelten Persönlichkeiten der Erde nicht unbeeinflusst von Fehlanreizen bleiben werden. Dann wichtige Information für euch, der Professor Schrappe, das ist auch so ein eben einer der wenigen nachdenklichen Medizinprofessoren, ja, der hat auch eben ganz klar gesagt, Intensivbetten werden wohl das Geldes wegen zu vorschnell belegt. Ja, also da haben dann auch das medizinische Personal hat eben vorteilbringende Irrtümer im Kopf. Rationalisierung, Rechtfertigung vor sich selber. Und sie agieren als Lobbyisten wider Willen und am Ende fließt das Geld. Und also auch Professor Schrappe stellt fest, seine Kollegen sind da offensichtlich voll von diesen vorteilbringenden Irrtümern und machen das, was Geld bringt. Ne? Ja, und dann noch ein Satz hier. Der Neoliberalismus
ist der vorteilbringende Irrtum der Tabak-, Alkohol- und Zuckerindustrie. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal, weil das ist, dafür reicht die Zeit jetzt nicht mehr. Das ist nämlich nochmal hochinteressant. Der Neoliberalismus, werde ich nachher erklären, als vorteilbringenden Irrtum der Tabak-, Alkohol- und Zuckerindustrie. Sparten. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Also ich gehe mal ein paar Äußerungen von euch entlang. Ich fange mal bei Dylan an. Also bei dem, was ich sage, muss man immer mitbedenken, dass ich das sehr relativ alles sehe. In gewissem Sinne kann man sagen, stimmt das? Zu sagen, das einzige Problem sind fehlende positive Anreize, weil der Sprung direkt auch durch Verantwortungsbildung in eine Stufe wie das Post-Conventional Level, man könnte ja sagen, das wird verschwindend gering sein, also die Erfolgsaussicht, oder dass diese Schiene funktioniert, gegenüber der Schiene, dass eben gezielt positive Anreize gesetzt würden, wobei das natürlich eigentlich voraussetzen würde, dass die das System der positiven Anreize gestalten, dass die aber den Blick auf die Verantwortung im Ganzen hätten, sprich Post-Conventional Level. Und es wäre so, dass dieses System der positiven Anreize dann schon letztlich, also wenn man sich irgendeinen Zustand vorstellt, der von Gleichberechtigung, Demokratie und so geprägt ist, dann müsste es bedeuten, dass das einen Entwicklungsprozess darstellt, der die Menschen dann schon auch zu Mitverantwortungsfähigkeit bringt, sodass sie wirklich auch auf Augenhöhe oder im gleichberechtigten oder demokratischen Sinne mit an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens beteiligt werden könnten, ohne dass es unverantwortlich wird. Ja, aber ich finde prinzipiell an dieser Stelle unser Entwicklungskonzept der doppelten Doppelschienigkeit, also dass man einerseits die innersystemische Veränderung durch Reformen und durch so ein Übergangskonzept mit positiven Anreizen sich vorstellt umzugestalten, Wohlfühlstimme, Fragpartei und so weiter. Das finde ich eine wertvolle Schiene. Daneben natürlich auch die außerparlamentarische Schiene, dass Menschen, die es verstehen und für sich wollen, einfach den Schritt machen in sowas wie aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen. Ja, also das ist natürlich da die zweite Schiene. Und doppelte Doppelschienigkeit heißt im Bereich jetzt der Persönlichkeitsentwicklung, der Motiventwicklung, Motivationsentwicklung, dass man einerseits es durch Bildungsmaßnahmen, die direkt Verantwortungsbildung beinhalten, versucht anzustreben, also den Menschen das Post-Conventional Level beizubringen oder es dies finden zu lassen, weil das setzt eigentlich dann einen eigenverantwortlichen inneren Bildungsansatz auch voraus. Also einerseits das und andererseits eben auch schon ihre Verhaltensorientierung auch wieder durch positive Anreize stückweise mit dem Gemeinwohl in Einklang zu bringen. Also was das Bildungskonzept angeht, direkte Verantwortungsbildung und immer mehr Förderung von Gemeinwohlmotiven durch die Anreize, könnte man sagen. Wo der Sprung in den Blick auf das, was für alle gut ist, als entscheidender Maßstab noch nicht vollzogen werden kann. Ja, also ist schon ein gutes Entwicklungskonzept, ein recht ganzheitliches Entwicklungskonzept, was wir da so uns vorgestellt haben, auch in den letzten gemeinsamen Gesprächen. Ja, damit komme ich mal zu Louis auch. Also ich habe davon gesprochen, dass es einfach ist, wenn man es kognitiv und logisch betrachtet, dass der Mensch so zur Verantwortungsreife des Post-Conventional Levels kommen muss, damit man gleichberechtigt gemeinsam verantwortliche Entscheidungen treffen kann. Weil Gleichberechtigung und verantwortliche Entscheidungen, das geht nur, wenn die gleichberechtigten Menschen auch die Verantwortlichkeit wollen.
Das wird logisch nicht anders möglich sein. Aber man merkt den Widerstand an allen Stellen. Also Lewis hat ja vor Augen sicherlich noch die Diskussion, die ich da bei Extinction Rebellion hatte. Auch Dylan konnte es ja zum Teil auch mit anschauen. Wo die Leute mir eher vorgeworfen haben, dass ich wieder alte Unterschiede machende und benachteiligende Hierarchien einführen wollte, indem ich von Verantwortungsreife als Voraussetzung für verantwortliche Entscheidungen sprach. Und all mein Betonen, dass ich damit nicht irgendwelche Leute disqualifizieren und andererseits eine Elite herausheben wollte, sondern dass mein Bestreben ist, sozusagen Elite für alle, also Post-Conventional Level, als Möglichkeit für alle, allerdings mit dem Zusatz, dass es logisch eine Voraussetzung für alle auch ist, um verantwortliche Entscheidungen treffen zu können. Genauso wie die Fahrkompetenz oder der Führerschein für alle eine Voraussetzung wäre, um verantwortlich Auto zu fahren. Ja, aber ich meine, Lewis, du weißt ja auch, dass wenn ich das so beschreibe, dass es eigentlich ein ganz einfacher Zusammenhang ist, um gemeinsam verantwortliche Entscheidungen zu treffen, müssen wir dann auch gemeinsam Verantwortungsreife haben. Ihr hört, der Wahlruf meines Sohnes, noch zu bestätigen, mal zwischendurch. Auch wenn ich das so sage, habe ich nicht die Vorstellung, dass das so hoppla die hopp geschieht oder überhaupt geschieht. Also ihr, meine lieben Gesprächspartner, wisst ja, dass ich realistisch betrachtet annehme, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen diese Bereitschaft nicht aufbringt, sondern sich da mit Händen und Füßen gegen wehrt, wie die Gesprächspartner seinerzeit im Extinction Rebellion Forum. Mit irgendwelchen unrealistischen Vorwurfshaltungen, allergischen Abwehrreaktionen, Verdrängungsreaktionen. Also das halte ich insgesamt, wenn es schon in der alternativen Szene so ist, für hochwahrscheinlich, dass das die Reaktion der Menschheit sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass eine aus den Korruptionsmanipulationen erwachende Menschheit und das Post-Conventional Level erreichende Menschheit solche Willkür, Diktaturen dann abwendet und entschärft, wie es jetzt hier in der Corona-Zeit droht. Das glaube ich gar nicht alles, sondern realistisch glaube ich, dass sich jetzt im Moment, und zwar geleitet von viel zu vielen Willkürmaßstäben oder Willküreliten, dass sich jetzt im Moment eine Art Big Brother-Diktatur, also eine digitale Willkürdiktatur durchsetzen wird weltweit. Und in dieser Willkürdiktatur werden solche Splitter-Egoismen oder Gruppenegoismen noch bestimmend sein, wie es jetzt bisher ja auch in die kapitalistischen Konzerninteressen und sowas waren, auch die Herrschaftsinteressen. Ich glaube aber, dass da schon ein Keim drin sein kann der Lösung, nämlich dass vielleicht diese Eliten schon ahnen werden oder auch in Verbindung mit der Computertechnologie, den Algorithmen, werden diese Herrscher vielleicht so die Ahnung ausreichend haben, dass am Ende die Willkür-Splitterinteressen überwunden werden müssen und bestmögliche Lösungen fürs Ganze, ja, das ist, was sich durchsetzen muss. Was sich auch noch durchsetzen muss, ist Post-Conventional Level! Ja, genau, das ist das dann. Und ich glaube, dass die Verschmelzung solcher menschlichen Steuerungskräfte mit der direkten Computersteuerung, digitalen Steuerung, dazu führen kann, dass sich das am Ende durchsetzt. Und auf dem Wege hoffe ich, dass man es als wertvoll genug erachten wird, Zoo-Elemente oder Zoo-Bereiche oder Reservate für natürliche und freiwillig gesamtverantwortliche Menschen zu erhalten. Also mindestens das, ne? Vielleicht auch die anderen Menschen, weil das sind ja auch lustige Tiere zum Anschauen. Aber wenn irgendwie noch der Qualitätssinn im Bewusstsein derer, die die Steuerung übernehmen, enthalten ist, dann hoffe ich, dass sie sich sagen werden, okay, soweit es das gibt, wir selber sind auch nicht so und die Masse der Menschen ist nicht so, aber soweit es das gibt, können wir aus diesen natürlich lebenden und trotzdem so zur freiwilligen Gesamtverantwortlichkeit fähigen Menschen, da können wir so Reservate machen, ne? Also so wie man im brasilianischen Urwald sagt, wir sollten die nicht ganz platt machen, weil was sind das für wertvolle Reservoirs in dieser Natur, aus der wir, was weiß ich, noch später Medikamente und wer weiß was für Fortschrittsentdeckungen machen können. Ja, also das ist das, was ich glaube, was die realistische Variante ist. Obwohl man natürlich
versuchen muss, alles rauszuholen. Und die logische Entwicklung bleibt sich gleich. Also egal, welchen Weg es nimmt, sich jetzt dafür einzusetzen, selbst so viel wie möglich Post-Conventional-Level-Reife zu erreichen und bei so vielen Menschen wie möglich auch das zu erreichen und mit ihnen modellhaft so sternenhaft strahlende oder sonnenhaft strahlende Modellgemeinschaften zu bilden. Wie auch immer man sich denkt, es bleibt logisch das, wofür man am besten sich engagieren sollte. Also tut man einfach in der Richtung, was man kann. Damit als letztes noch zu dem Konfliktthema, was Louis angesprochen hat. Also erstmal, Louis, ich stimme den Leuten von Extinction Rebellion da voll zu. Egal, ob es jetzt die Stratosphäre ist und wir sehen schon, was da kaputt gehen könnte und dass wir alles jetzt auf eine Karte setzen sollten für Verantwortungsentwicklung. Egal, ob wir das kombinieren damit, dass wir sehen, wie gewaltig die Korruptionsentwicklung ist in der politischen oder gesellschaftlichen Entwicklung. Egal. Wir haben in jedem Falle Grund genug zu sagen, die Welt brennt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass gelöscht werden kann oder ausreichend gelöscht werden kann, die ist so groß nicht. Sodass man da jetzt nicht sagen kann, ja, wird schon alles klappen oder ist im grünen Bereich und wir lassen es mal locker angehen. Und wenn wir da ein bisschen was machen, reicht das schon. Also, dass das Haus der Welt brennt und dass man alles, was man an Kraft, an Entschlossenheit, an Willensentscheidung aufbringen kann, an Power, um da zu löschen, ja, also das steht ziemlich außer Frage. Da wird man sich bei rationaler Betrachtung nicht drum rumdrücken können, das zu sehen. Ne? Und dann ist es Faulheit, Bequemlichkeit, Rationalisierung im Sinne von Ausflucht, Rechtfertigung, was man da noch versuchen kann gegenzusetzen. Aber das wird ausreichend durchschaubar für einen selber sein, dass es nicht der Hit ist und dass man sich auch selber wohler fühlen würde mit seiner Menschenwürde und seiner Seele, wenn man das ganz an sich ranlässt und ja, die Konsequenzen dann zieht. Und die Konsequenzen, die werden sicherlich dann nicht sein, ja, dann gehen wir hin und versuchen jetzt eine Ökomaßnahme durchzudrücken, egal mit welchen Mitteln, auch wenn wir dafür die Ökodiktatur einsetzen müssen. Sondern natürlich wird man dabei, wie es eigentlich auch im Konzept von Extinction Rebellion drinsteckt, sehen, dass das eine ganzheitliche Entwicklung sein müsste, wo Menschen miteinander menschlich umzugehen versuchen, wo sie statt auch Ideologie, Gewalt und Kampf versuchen, geistig offene und inklusive, möglichst inklusive Gesellschaften, Gesellschaftsmodelle vorzuleben. Also kurz, um die Welt zu retten und die Natur zu heilen, braucht es die innere Heilung, braucht es auch die Heilung des Zwischenmenschlichen. Man kann da nicht einen Splitter nehmen und denken, dass man andere oder viel wichtigere Bereiche damit ersetzen oder deshalb vernachlässigen kann. Ja, also das kann ich dazu sagen. Und dann verwende ich ein Bild für das andere Problem, was du angesprochen hast, Louis, wo du gemeint hast, wie sieht das aus mit Konflikten? Vereinbarungen werden nicht eingehalten oder Leute verhalten sich falsch an programmatischen Ansprüchen gemessen. Und man protestiert oder will das verändern. Und ja, es passiert nicht ausreichend oder es greift nicht ausreichend. Und die Leute kommen eventuell noch und sagen, ja, ist das jetzt auch das Wichtigste oder sollte man eben auf so eine Schiene gehen? Jeder macht so viel wie möglich Konstruktives. Man versucht sich im Konstruktiven auch zu treffen und zu verbinden und hofft, dass das zumindest dann auch hilft, die Voraussetzungen zu schaffen, dass auch Konfliktarbeit besser gehen kann oder Konflikte sich vielleicht sogar auflösen durch diesen Weg über das gemeinsame Konstruktive. Ich verwende ein Bild, was ich auch aus dem, wo ich jetzt gerade Extinction Rebellion zugestimmt habe, gut ableiten kann. Stellen wir uns vor, man steht vor einem brennenden Haus und unzählige Kinder drohen darin zu verbrennen. Und es geht darum, was macht man, wenn man jetzt davor steht? Und ich würde sagen, man wird sagen, wir müssen jetzt löschen mit all unserer Kraft. Und ich habe ja damals auch im Extinction Rebellion Forum gesagt, also reden wir jetzt zu sehr mit Rechten, reden wir zu sehr mit Linken, wenn einer sagt, die traditionelle Familienvorstellung ist ja auch was Schönes, oder vielleicht nehmen wir an, religiöser Mensch, die traditionelle Familienvorstellung ist was Heiliges, können wir mit dem zum Löschschlauch greifen oder nicht? Müssen wir erstmal mit ihm klären, dass er seine Familienvorstellung revidieren müsste,
wo der Genderist werden müsste, bevor wir mit ihm gemeinsam jetzt den Löschlauch greifen können und löschen können. Und es ist einfach, ehrlich gesagt, Quatsch, dann sich an diesen Arten von Unterschieden hochzuziehen, während man vielleicht erkennen kann, der Mensch ist hinreichend von Menschlichkeit und gemeinsamem Verantwortungsbewusstsein noch geleitet, sodass wir mit ihm jetzt hier so viel wie möglich löschen können. Und genauso auch mit dem Streit untereinander. Ich habe so viele, unzählige alternative Gemeinschaften kennengelernt, die für ihr eigentliches Ziel kaum Kraft aufgebracht haben, weil sie von innen her gelähmt waren, wegen eigenen Streitigkeiten miteinander. Das heißt nicht, dass diese Konfliktarbeit nicht ungeheuer wertvoll ist. Und in Schenkerbewegung hat man es in der Hand, also wenn man von dem Argument nicht überzeugt wird, dass man erstmal ja auf vielleicht wichtigere Dinge und das konstruktive Zusammenwirken für die wichtigsten Dinge schauen könnte. Wenn man davon nicht überzeugt ist, dann hat man in Schenkerbewegung das Recht zu sagen, okay, ich will das jetzt forcieren, auch mit Konfliktarbeit, da wo Konflikte sind. Aber es ist ein Appell an die eigene Vernunft und Einsicht eines jeden, sich zu fragen, inwiefern ist jetzt wirklich für mich das das Wichtigste und Dringlichste? Oder inwiefern ist es mit Blick auf das brennende Haus so, dass diese Strategie, also vorausgesetzt, jeder kann selbst und ruhig und eigenständig stehen, er wird vom anderen nicht zu sehr gequält und er kann zum Feuerwehrschlauch greifen und kann kräftig löschen. Also wenn das so ist, man sich da also nicht gegenseitig, auch durch die Konflikte, zu sehr im Wege steht oder gegenseitig lähmt, wenn das nicht so ist, muss man dann selbst aus diesem Konfliktthema mehr etwas machen, was einen gegeneinander stellt oder ein Stück weit lähmt? Oder kann man sagen, okay, wir haben diese Konflikte, sie müssen auch gelöst werden, aber zur Not geht man ja sogar noch 100 Meter auseinander und greift sich 100 Meter voneinander entfernt den Löschlauch, um gemeinsam zu löschen. Aber man sieht, dass dieses gemeinsame Löschen das überwiegend Wichtige ist. Also ich betone nochmal, bei uns in Schenkerbewegung soll niemand, der auch nur meint, er wird zu sehr belastet durch Konflikte, dabei ausgebremst werden, dann zu sagen, er will, dass die Konfliktmethoden konsequent angewendet werden. Das Recht muss jeder haben. Aber der Appell, gemeinsam zu überlegen und jeder Einzelne auch für sich zu überlegen, wann stimmt so die relative Verhältnismäßigkeit, so auch in der gemeinsamen Gesamtentwicklung der idealistischen Gruppe, das ist ja auch nicht unberechtigt oder ist nicht so, dass man sagen könnte, dieses Argument darf nicht vorgebracht werden oder darf nicht mit ins Spiel gebracht werden. Und wahrscheinlich ist es von jedem Einzelnen auch wertvoll, das innerlich abzuwägen. Okay, das mal für diese Runde. Ich gebe weiter. Ich gebe auch weiter. Ja. Ich hoffe, ihr hört mich ausreichend. So. Ja, ich will weitermachen mit dem Faden. Also erst einmal Streitigkeiten in Kommunen und Luis, du hast vorhin auch angesprochen, einmal Extinction Rebellion, also einmal die Erde geht kaputt. Ich bin der Meinung, dass wir mit unseren Reformen das alles reparieren könnten, aber irgendwie hat ja leider Extinction Rebellion total blockiert gegen unsere Reformkonzepte, die realpolitisch die Chance gehabt hätten, da wirklich das Problem zu lösen. Aber so ist das. Alles ist irgendwie merkwürdig. Und ich höre dich nur sehr leise, also sehr schlecht sogar im Moment. Irgendwas scheint sich verändert zu haben an den Ton. Ja, ist es jetzt wieder besser? Jetzt ist es super wieder. Ja, das Mikrofon vom Telefon war vielleicht ein bisschen zu weit weg, weil ich ja auch noch das andere Mikro in der Hand habe. Ja, also das heißt also, der Punkt ist ja folgender. Dass Leute sich nicht an Vereinbarungen halten und so weiter, das gehört aus meiner Sicht auch wieder zu den vorteilbringenden Irrtümern, ja? Denn letztendlich ist es ja so, dass die Händlersparten, die haben ja mächtige Partner, ja? Also die Händlersparte alleine wäre ja nicht gefährlich.
Aber der Witz ist, dass die Händler sparten Milliarden Gelder in die Mediensparten, in die Journalistensparten geben, per Werbespots. Und dann, dass dadurch leider ja ein Evolutionsprozess entstanden ist, der dazu führt, dass die Fernsehsender charakterliche Mängel unterrichten. Man kann so sagen, ich übertreibe jetzt mal, ein Schauspieler ist jemand, der den Fernsehzuschauern charakterliche Fehlhaltungen beibringt und vormacht. Ja, und du wirst in den Kommunen, Luis, wirst du immer quasi lauter Verhaltensweisen sehen, lauter Charakterfehler, die wir alle gelernt haben nach der Logik. Die Medien unterrichten uns Verhaltensstörungen, auf das Kommune möglichst nicht funktioniert. Und wenn Kommune dann nicht funktioniert und alle wieder brav einsam sind, dann gehen sie wieder zum Händler und kaufen. Und dann kriegt der Händler wieder Milliarden in die Hand. Mit diesen Milliarden kann er wieder viele Werbespots in den Medien bezahlen. Und die Medien, da läuft eine nicht bewusste Evolution, dass die Medien, die natürlich jetzt dafür sorgen, dass die Bevölkerung angefüllt wird mit lauter Charakterfehlern, indem die Schauspieler uns quasi vorleben, wie man sich angeblich als normaler Mensch verhält. In Wirklichkeit handelt es sich um Fehlverhaltensweisen, um Verhaltensstörungen. Eigentlich sind die Medien, die Spielfilme, die Soap-Operas, unterrichten eigentlich Verhaltensstörungen. Und durch die Verhaltensstörung kommt es dazu, dass die Kommunen in Konflikte kommen, sich streiten ohne Ende, auseinanderkrachen und dann danach der einsame, kaufsüchtige Singles wieder seine Pflicht erfüllt. Und Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und so weiter wieder kaufen geht. Ja? Und das ist die Logik des Ganzen. Und wie gesagt, jetzt einerseits Persönlichkeitsbildung, Verantwortungsreife, dass die Händler das durchschauen, dass die Journalisten durchschauen. Aber wie gesagt, leichter gesagt als getan. Ne? Und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht eben unbedingt die positiven Anreize mit dabei haben müssen, dass der Journalist in Zukunft nicht mehr, also dass ein Fernsehsender zum Beispiel nicht mehr dann am meisten Verdienstzuschüsse bekommt, wenn die Leute alle verhaltensgestört werden, sondern wenn er am meisten Verdienstzuschüsse bekommt, wenn die Kunden, die typischen Fernsehzuschauer, also die ein bestimmtes Medium regelmäßig nutzen, wenn diese Leute sozusagen die besten Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten aufweisen, dann gibt's Verdienstzuschüsse für die Journalisten, dann hören die Journalisten auf, dann hören die Medien auf und die Fernsehsender auf, Verhaltensstörungen zu unterrichten. Und die Nahrungskonzerne, wenn die auch nur noch Verdienstzuschüsse kriegen, wenn meine Wohlfühlstimme besser sich entwickelt, meine Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten sich besser entwickeln, dann hören auch die Nahrungskonzerne auf, ein Interesse an konsumsüchtigen Menschen zu haben. Weil das denen dann einfach nichts mehr bringt. Ich sag immer so, wir nehmen ja den Leuten dann die Beute weg. Also die positiven Anreize nehmen eigentlich denen, die Schlechtes tun, die Beute weg. Und dann rechnet sich das nicht mehr. Dann müssen sie gezwungenermaßen Gutes tun, weil es sich sonst nicht rechnet. Und diese pädagogische Erziehungshilfe zusätzlich zum Persönlichkeitsbildungsweg halte ich halt für leider unumgänglich, denn ich sehe die ganze Welt als voll von Vorteil bringenden Irrtümern. Und deswegen will ich ja auch jetzt, ich habe euch ja versprochen, dass ich das erzählen will,
wie funktioniert, was ist der Neoliberalismus? Ja? Der Neoliberalismus ist eigentlich nichts anderes als ein einziger vorteilbringender Irrtum. Der übersieht einfach die Gefährlichkeit eines radikalen freien Marktes. Ne? Und dieses ist es quasi so, dass die... Willen, Verzeihung, ich höre dich... Ja, jetzt wieder besser? Wieder besser? Ja, aber also bitte veränder das nicht. Ja, ja. Der Neoliberalismus ist quasi, funktioniert so. Die Tabak-, Alkohol- und Zuckerindustrien und ähnliche also Suchtmittel liefernde Industrien brauchten quasi einen vorteilbringenden Irrtum, der dazu passte, weiterhin die Bevölkerung mit Tabak, Alkohol und Zucker zu überschütten. Ja? Und dafür hat quasi haben diese Industrien, die haben irgendwann gespürt, dass irgendwie dieser Neoliberalismus zu ihnen passt. Und wahrscheinlich haben die dann einfach gesagt, oh ja, das ist eine sympathische, so sehe ich die Welt, so, das ist eine sympathische Vorstellung von Wirtschaft, ne, der Neoliberalismus. Und den müssen wir mal finanziell ein bisschen unterstützen. Ne? Und so wurde der Neoliberalismus immer größer. Und was ist dann passiert letztendlich? Die Tabak-, Alkohol- und Zuckerindustrie hat eben viele Gelder in die Medienlandschaft gegeben durch Werbespots. Ich weiß nicht, bei Tabak und Alkohol ist es ja nicht mehr grenzenlos möglich zu werben, aber bei Zuckerprodukten wohl immer noch, ne? Und dann kaufen die Leute sozusagen dann am meisten Tabak, Alkohol und Zucker, wenn eben die Schauspieler in den Soap-Operas und Spielfilmen Verhaltensstörungen unterrichten, dann werden die Leute einsam und kaufen wieder so viel wie möglich Tabak, Alkohol und Zucker. Und so funktioniert das System. Irgendjemand hat noch ein Mikro an. Also ich habe mein Mikro an. Ah ja, irgendwo sind Störgeräusche. Ich wusste nicht, dass das ein Problem ist. Also dann mache ich mich jetzt wieder aus. Bitte ja. Bleib in der Position am Mikrofon. Dann. Ja, wenn nicht, kurz einschalten. Aber also ich denke, ich habe es jetzt in der Hand. Ich hab beide Mikros nebeneinander in der Hand. Ne? Ja, dann also ich versuche mich mal zu konzentrieren, auch um das Bild jetzt den Zuschauern zu zeigen. Also wenn das hier die Tabakindustrie ist und das hier die Mediensparten, also hier die Tabak-, Alkohol-, Zuckersparten und hier die Mediensparten. Dann geben diese Industrie Milliarden Gelder über Werbespots in die Mediensparten hinein und die Evolutionsprozesse, die nicht bewusst in der Mediensparte ablaufen, führen dazu, dass quasi die Schauspieler Verhaltensstörungen unterrichten. Dann dadurch krachen die Leute in den Kommunen aneinander, vertragen sich nicht richtig, verhalten sich eben verhaltensgestört und dann kracht das Ganze auseinander, die Kommunen scheitern und am Ende konsumieren die Leute im Durchschnitt etwas mehr Alkohol, Tabak und Zuckerprodukte. Und dann fließt das Geld quasi wieder zu den Konzernen und die Konzerne können dann wieder viele Werbespots bezahlen sozusagen die Gelder fließen dann wieder in die Medienwelt und die liefert dann wieder Verhaltensstörungen und so weiter, ja? Und insofern ist quasi dann der Neoliberalismus ist dann eben sozusagen auch eine Sache, wo einfach Gelder, wahrscheinlich Spendengelder hingeflossen sind. Und dadurch wurde der Neoliberalismus so groß. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir doch erkennen müssen, wie schrecklich diese Fehlanreize im System, also das Fehlen von starken positiven Anreizen und damit das Wirken der Fehlanreize, diese Profitmöglichkeiten auf Kosten der Menschheit,
wie stark die alles bestimmen und sogar ganze Wirtschaftskonzepte bekannt machen oder publik machen und zur Mode machen. Und wir werden ja im Moment, haben wir ja generell, wir leben ja im Zeitalter des Neoliberalismus, ja? Und wenn ich das Ganze sehe, Luis, und so weiter, dann sage ich, ja, wir müssen schleunigst positive Anreize haben und müssen schleunigst die Reformen der Next Scientists for Future dazunehmen und eben, ja, und parallel dazu eben auch die Persönlichkeitsbildung machen. Aber wir müssen auch vor allem all diesen Leuten, die gar nicht wissen, was sie tun. Die Schauspieler wissen nicht, was sie tun. Die Tabakindustrie weiß nicht richtig, was sie tut. Und die Zuckerindustrie. Alle wissen sie nicht, was sie tun. Und trotzdem, der Schaden ist unendlich gewaltig. Ja? Und deswegen glaube ich daran, dass wir einfach dass die Reformen der Next Scientists for Future eben sehr bekannt gemacht werden müssen. Und dass wir daran halt arbeiten müssen, damit dann auch es leichter wird, dass Kommunen funktionieren können, ja? Weil dann eben nicht mehr das Fernsehen Verhaltensstörungen unterrichtet. Man kann es sogar überspitzt sagen, die Hauptaufgabe des Fernsehens ist das Unterrichten von Verhaltensstörungen, die zum Scheitern von Kommunen und von zwischenmenschlichen Kontakten führen, weil das dann am meisten Profit bringt. Und wenn man so sieht, wie gewaltig dieses Fehlen von positiven Anreizen, welche schrecklichen Folgen das auf die Welt hat, dann sage ich, ja, wir müssen schleunigst positive Anreize überall setzen. Ja. Ja. Und man kann sozusagen, ja, vorteilbringende Irrtümer kann man auch so mit dem Begriff von Freud Rationalisierung assoziieren, ja? Also hinter den vorteilbringenden Irrtümern, die nicht bewusst sind, also hinter all diesen Rationalisierungen, ja, letztendlich wird die ganze Bevölkerung auf diese Weise suchtkrank gehalten und gemacht, ne? Gemacht und gehalten. Ja, denn hinter die vorteilbringenden Irrtümer, die führen dazu, dass die ganze Bevölkerung suchtkrank gemacht werden darf, ne? Ja, und dann noch, manche Leute würden jetzt sagen, ja, aber das Problem ist doch für die Wohlfühlstimme, die Wohlfühlstimme, da müssen ja irgendwie Daten erhoben werden, positive Anreize gesetzt werden, Verdienstzuschüsse, das ist ja eine ganze Menge Daten. Da kann ich nur sagen dazu, ja, das ist wie mit dem, die Kinder verbrennen. Das Feuer brennt, die Kinder drohen zu verbrennen. Und dann sage ich, ja, ich rufe aber jetzt nicht die Feuerwehr, weil ich Angst habe, dass die Daten missbraucht werden können, wenn ich übers Handy die Feuerwehr rufe. Ja? Wir müssen endlich verstehen, dass nachdem wir jetzt jahrzehntelang zugelassen haben, dass überall Daten verwendet wurden und missbraucht wurden zu unserem Schaden, dass wir endlich das ändern müssen und wenn wir Daten verwenden, sie nur noch zum Nutzen für die Bürger verwenden dürfen. Ja, und das ist unser Ziel sozusagen. Daten, unsere Reformen führen dazu, dass Daten dann einfach nicht mehr verwendbar sind gegen die Menschen. Ja, während sie im Moment ja gegen die Bürger verwendet werden, in vielerlei Hinsicht, ne? Und ja, und beim, und dann noch ein kurzes Punkt dazu, noch eine Minute. Beim hochkomplexen Bonobo-Schenker-Kommunismus wäre ich zuversichtlich, beim Gutestun bleiben zu können. Aber außerhalb hätte ich Angst vor mir, was aus mir durch die Fehlanreize wird. Das werde ich erst dann in der nächsten Runde sagen können, weil meine Zeit jetzt um ist. Dass ich nochmal nachher gleich dann erkläre, welche Mechanik im Bonobo-Schenker-Kommunismus existiert, die sichert, dass Menschen dort sehr verantwortungsvoll handeln können
Und dass dieser Bonobo-Schenker-Kommunismus quasi als Situation das verantwortliche Handeln begünstigt. Dass ich aber Sorge habe, wenn wir diesen Bonobo-Schenker-Kommunismus nicht haben, dass dann auch viele Motive fürs verantwortliche Handeln wegfallen. Ich gebe weiter. Ja, danke schön, danke schön. Ja, also ich greife mal wieder einige Dinge auf. Das mit den Medien ist natürlich faszinierend und die Tendenz, dass ein bestimmtes Fehlverhalten oder bestimmte Fehlverhaltensweisen dadurch den Leuten anerzogen und andressiert werden, ist natürlich nicht zu übersehen. Ich könnte jetzt scherzhaft sagen, das stößt an Grenzen. Wenn Sie verrückte Ausreißersendungen machen, wie zum Beispiel jetzt die etliche Male wiederholte Frauentauschsendung, wo ich mit einem Camgirl da in Berlin getauscht wurde, und wo Sie sich auch Mühe gegeben haben, also indem auf meinen Plakaten alle Websites und zum Teil einfach auch die Schriftzüge unkenntlich gemacht wurden, und die ganze Zeit auf meinem Stirn die dort angebrachte Website gepixelt wurde, und indem bei den Aussagen, die vorkamen, oder Szenen, die in der Sendung vorkamen, immer noch auch erkennbar oberflächliche Unterhaltungsinteressen bedient werden sollten, statt da irgendwie eine gewisse idealistische Tiefsinnigkeit reinkommen zu lassen. Trotz alledem stößt das an solchen Stellen, wie solchen Frauentauschsendungen, wo der öffnet im Camgirl in Berlin getauscht wird, an seine Grenzen. Also, und es kommt eine andere Faszination oder Information rüber. Das muss ich sagen, ist auch bei anderen Sendungen durchaus nicht völlig raus. Also ich habe da viel zu tun mit den Mainstream-Medien auch bekommen. Und ja, also man konnte schon, ob in der Maischberger-Sendung, sogar bei Stefan Raab, oder in so einigen Reportagen auch von RTL oder Sat.1, man konnte beachtlich viel rüberbringen von dieser Botschaft. Wobei klar ist natürlich, das war mit dem Köder verbunden, sowohl für die Sender wie auch für das Publikum, dass das einfach bunte Sensation oder Paradiesvogel-Erlebnisse sind, an denen die Zuschauer damit Anteil nehmen konnten. Und ich muss noch eins sagen, also es wird ja nicht von den Mainstream-Medien jetzt nur das Ziel verfolgt, möglichst falsche Verhaltensmuster den Menschen beizubringen. Es sind ganz gezielt falsche Verhaltensmuster, die beigebracht werden. Denn ich habe zum Beispiel, wenn ich da in manchen Projekten war, wo wir Sozialarbeit gemacht haben, und wir hatten viel zu tun mit dem ziemlich weit unten angesiedelten gesellschaftlichen Milieu. Also Familien, der Sucht von morgens bis abends an der Tagesordnung war Eskapaden, Kriminalität, was weiß ich, Kindesmissbrauch. Da war es so, dass ich mich manchmal darauf bezog, dass sie doch mehr so schauen sollten, was die Helden in Fernsehsendungen, in den Soap-Operas da Verhaltensweisen gebracht haben. Weil im Vergleich dazu hätte man das als positive Erziehungsprogramme bezeichnen können. Und ich glaube auch, dass das eben ganz gezielte Fehlverhaltensweisen sind. Also gegenüber der Gesellschaft ist auch ein positives Erziehungsinteresse in den Medien, in den Mainstream-Medien mit drin. Also im Sinne, die Menschen abzuhalten von den krassesten asozialen oder entgleisten, devianten Verhaltensweisen. Das ist auch mit enthalten. Aber die angepasste Mainstream-Mentalität dabei rüberzubringen, das ist schon sehr, sehr, sehr deutlich. Also zum Beispiel Liebesbeziehungen und so. Sogar wenn dann da in Anführungszeichen anständige Elemente mit drin sind, wie dass die Fernsehhelden mit ihren Beziehungspartnern oder Partnerinnen relativ anständig umgehen, verständnisvoll und fair oder so. So ist es doch so, dass das Muster für Beziehungsentwicklung
ganz, ganz in einer anderen Welt ist, als jetzt, dass die Menschen sich hinsetzen würden und würden sich gemeinsam verbinden in einem Verantwortungsbewusstsein, einem Verantwortungsengagement für die ganze Welt. Also sozusagen, Liebe ist nicht einander anschauen, sondern in die gemeinsame Richtung schauen, und zwar die Richtung des von Liebe für die ganze Welt oder des göttlichen Blicks auf seine Schöpfung. Davon ist das weltweit entfernt. Es ist die billige Leidenschaft. Ne? Also wer lässt sich durch äußere Attraktivität und Hormonblubbern in Beziehungen hinreißen, und wie kann man das dann so gestalten, dass gut ein Eigenheim bei rauskommt? Also das ist, dieses Strickmuster. Wir dressieren die Menschen eben in diese angepasste Gesellschaftsstruktur. Das ist schon klar erkennbar. Mit den positiven Elementen gegen das ganz asoziale Verhalten und mit den gleichschaltenden Elementen, dass da bloß nichts in die falsche Richtung ginge. Also bis hin dazu, ich habe letztens eine Tatortserie gesehen, dass meine Familie eine Tatortserie anschaute, wo die Kriminalkommissare zu tun hatten mit einer Alternativkommune, wo sie alle miteinander tanzten, Polyamorie praktiziert haben und so weiter. Die Gemeinschaft wurde nicht so negativ dargestellt. Übrigens haben wir auch Musikseminare gehabt, wo dem Kommissar gesagt wurde, hör jetzt auf, nach Noten zu schauen, du bist die Note, sei ganz in Musik, geh darin auf und so weiter. Trotzdem war klar erkennbar, dass diese Kommune, die gar nicht so böse dargestellt wurde, so schlecht dargestellt wurde, und wo sogar am Ende so eine Frau mit ihren Kindern, die den Mann verloren hatte, quasi als Happy End in diese Kommune mit eingezogen ist. Ja, trotzdem war keinerlei in dem Sinne gesellschaftskritische oder verantwortungsstrukturelle Dimensionen mit drin. Solche Art von Kommunen wären locker integrierbar in das jetzige System, und die Leute würden halt wie andere auf die Partys gehen und hoffen, hinterher mit irgendeiner Partybekanntschaft ins Bett zu hüpfen. So würde das halt eben eine Kultur sein, wo man lieb und nett zueinander ist und eben alle auch bunt miteinander ins Bett hüpfen können, ohne eine erweiterte Dimension von politischem Bewusstsein oder eben halt von Verantwortungsbewusstsein im Sinne von post-conventional level oder so. Also der Kapitalismus hat ja schon immer die Fähigkeit besessen, auch von scheinbar ganz radikal ihn kritisierenden Bewegungen sogar noch deren Inhalte oder Erscheinungsformen kapitalistisch gewinnbringend umzubiegen. Die Hippie-Kultur, Sex and Drugs und Rock'n'Roll. Also der Kapitalismus hat einen, macht dann eben noch ein Geschäft mit dem Gel, was die Punks sich in die Haare schmieren. Also insofern ganz gefährlich, eine ganz große Macht, eine ganz große Anziehungskraft, eine ganz große Magie dieses Systems und in der Anpassung zu halten, die uns aus meiner Sicht eben, wie es ja auch die Theorie von dem Conventional Level so besagt, ganz tief in unserer inneren Disposition drinsteckt. Dass wir eben wirklich so drauf sind, dass wir mittrotten wollen. Und dass wir auch blind oder genussbringend einfach mittrotten wollen, ohne uns das an höheren Sinn- oder Moralmaßstäben selbst jetzt madig zu machen oder madig machen zu lassen. Ja, also wir stehen einem großen Sog, einem großen Bewusstseinssog, einem Manipulationssog entgegen, der die Menschen in diese Angepasstheit reinzieht und da immer mehr einbetonieren will. Also man muss tun, was man kann, auch da, um Aufklärung zu bringen. Aber wie ich ja schon in meinem Vorbeitrag gesagt habe, man muss alles dafür tun, aber ich halte es für schwer vorstellbar, diesen Beton zu durchdringen, der da die Menschen so gefangen hält. Aber es ist ja schon schön, wenn ich da eben mit mehreren Polizisten an einem Tag stundenlang reden kann. Und obwohl sie sagen, sie dürfen nichts dazu sagen, sie dann mit dem Gefällt-mir-Daumen zeigen, dass sie das gut finden, was ich da mache oder verkörpere. Oder eben durch Nicken oder durch, dass ich das sich selber immer wieder korrigieren und sagen, oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich kann natürlich nichts inhaltlich, ich darf jetzt nichts inhaltlich sein. Aber ich kann als Privatperson hinterher oder so und so in der Richtung.
Also es war schon deutlich spürbar, dass da Faszination ausging. Und ja, es bleibt einem nichts, als zu machen, was man kann und zu versuchen, diese Magie der Wahrheit oder Anziehungskraft der Wahrheit so stark wie möglich zu machen. Ich gebe weiter. Ich gebe auch weiter. Ja. So. Damit ihr mich wieder besser hört. Ja, Luis, es wäre vielleicht sinnvoll bei der nächsten Runde, dass du dann noch mal so sagst, wie du doch mal so die Kommunenprobleme siehst. Ich muss hier gerade das Mikrofon noch ein bisschen sichern. Ja, ich glaube, so kann ich es lassen. Ja, von daher, da werde ich dann drauf eingehen. Und jetzt will ich halt auch nochmal das vertiefen, wie das war mit diesem Bonobo-Schenker-Kommunismus. Also, aber davor sage ich noch was kurz zum Fernsehen. Ja? Also wichtig ist halt richtig, das Fernsehen unterrichtet die angepassten Normen, also die Monogamie, das normale Verhalten, eben die Kleinfamilie, all das wird unterrichtet. Aber das Schlimme ist auch, dass auch alle Verhaltensstörungen unterrichtet werden. Zum Beispiel Rechthaberei wird unterrichtet, Streitsucht wird unterrichtet. Also wir haben das Phänomen, dass also in den Spielfilmen, in den Krimis zum Beispiel, da werden ja Menschen dargestellt, die angebliche Freunde sind, die sich aber eigentlich quälen bis aufs Blut. Und das ist genau der Punkt, dass dadurch dann die Menschen das für normal halten, ständig aneinander rumzufrotzeln und irgendwie ständig irgendwie dem anderen mehr oder weniger versteckt irgendwie eins reinzuwirken, würgen, das wird eigentlich als normales Verhalten hingestellt. Und das hat Wirkung. Das hat ja der berühmte Professor Albert Bandura mit Wolters zusammen, das haben die ja festgestellt, dass der Mensch nun mal ein Lebewesen ist, das zwanghaft zur Nachahmung tendiert. Zwanghaft. Ja, im Gegensatz zum Schimpansen zwanghaft zur Nachahmung tendiert. Ne? Und deswegen, wir haben Fernsehen unterrichtet einerseits kapitalismuskonformes Verhalten, konsumkonformes Verhalten, aber auch Kapitalismus unterrichtet auch all die das Fernsehen unterrichtet auch all die Verhaltensstörungen, die Menschen zu einsamen, kaufsüchtigen Single machen. Nämlich, dass man kann so sagen, das Arbeitsziel des Kapitalismus ist, Kommunen unmöglich zu machen. Weil Kommunen könnten die Menschen ja vom Konsum abhalten, ne? Der einsame, kaufsüchtige Single, der nicht in der Kommune lebt, bringt einfach mehr Geld. Und die nicht bewusste Dynamik des Kapitalismus läuft darauf hinaus, möglichst alles zu tun, Kommunen unmöglich zu machen. Weswegen ich ja auch der Meinung bin, dass auch gerade die Unterdrückung der Sexualität oder die innere Ablehnung des Körperkontaktes eine wichtige Rolle dabei spielt, ne? Also nochmal, wenn ich mir bei dem hochkomplexen Bonobo-Schenker-Kommunismus einfach mal die Frauen anschaue. Das Problem bei den Frauen ist folgendes, bei den Bonobos jetzt im engeren Sinne, dass die Töchter ja die Gruppe verlassen müssen, damit es nicht zum Inzest kommt, zur Inzucht. Und die Töchter gehen in eine andere Bonobo-Gruppe und dort treffen sie auf lauter fremde Frauen. Und normalerweise neigen dann Säugetiere dazu, sich gegenseitig die Kinder zu töten. Das heißt, viele Frauen in der Natur töten bei vielen Tieren die Kinder der anderen Frauen,
um für ihre eigenen Kinder bessere Bedingungen zu schaffen, Platz zu schaffen. Und was machen jetzt aber die Bonobo-Frauen, die neu in die neue Gruppe kommen, fangen an, mit den Frauen zu schmusen, mit denen Sex zu haben, das berühmt-berüchtigte Gigi-Rubbing, von dem Professor Franz de Waal berichtet und so weiter. Und dann haben die, nachdem sie durch diesen Körperkontakt in Liebe gekommen sind, lassen die Frauen einander die Kinder in Ruhe und haben dann eine Liebesbeziehung miteinander, die Frauen. Jetzt ist die Frage, wenn ich darin jetzt eingreife und nehme den Frauen den Körperkontakt zu den fremden anderen Frauen in der Gruppe weg, in der Kommune weg, fängt dann nicht wieder der ganz normale Krieg der Frauen untereinander an, die wie man sie im Nicht-Bonobo-Schenker-Kommunismus bei Affen zum Beispiel regelmäßig findet? Ja? Das heißt also, dieser Bonobo-Schenker-Kommunismus hat also diese Merkmale, allein dieses Merkmal, dass die Frauen nur deswegen so liebevoll und friedlich miteinander umgehen, weil sie auch in der körperlichen Liebe miteinander verbunden sind. Bonobos, die Frauen, sind 100% bisexuell. Ja, und wenn wir jetzt einfach unserem kapitalistischen Gebot folgen und sagen, ja, nee, Homosexualität, das ist ja nicht so toll und sollte man lassen und so weiter, ja. Und dann leben die Frauen in der Kommune und dann entwickeln sie ganz normal die Tendenzen, gegeneinander zu kämpfen in den Kommunen. Die Frage ist, meine Frage ist, wie weit können wir einfach so die Grundmerkmale des Bonobo-Schenker-Kommunismus nicht praktizieren und trotzdem erhoffen, dass wir wirklich, dass wirklich alles so funktioniert, wie es bei den Bonobos funktioniert, so liebevoll. Ja? Also ich wollte das jetzt also deutlich machen, diese Struktur, und all das, was beim Bonobo-Schenker-Kommunismus in der Natur bei den Bonobos passiert. Schenker-Kommunismus deswegen, weil ja dort auch die Männer alles den Frauen und Kindern schenken bei den Bonobos. Ne? Diese Struktur hilft den Frauen, dass sie beim Gutes tun bleiben können. Aber was ist, wenn der Körperkontakt jetzt plötzlich durch irgendwas von außen weggenommen würde? Sind dann die Frauen wirklich noch in der Lage, einander Gutes tun zu können oder fangen die dann an, gegeneinander zu kämpfen? Zum Beispiel sich gegenseitig die Kinder zu töten. Ne? Das sind doch ganz wichtige Fragen, denke ich. Ja, und dann, also meine Sorge ist, wenn in einer Kommune eben nicht die Rahmenbedingungen herrschen, wie sie im Bonobo-Schenker-Kommunismus, wie zum Beispiel bei den Bonobos herrschen, da wäre ich wieder nicht sicher, ob ich nicht wieder Angst vor mir haben müsste, was aus mir wird, wenn diese Konstellation nicht gegeben ist. Ich glaube halt so ein bisschen, dass wir wirklich genetisch konstruiert sind für diesen Bonobo-Schenker-Kommunismus. Aber dann muss eben auch alles stimmen, damit wir beim Gutes tun bleiben, beim vollverantwortlichen Handeln für alle sozusagen bleiben. Und meine These ist, dass wenn wir auch nur ein bisschen davon abweichen, dass dann dieses ausgeklügelte Sozialsystem einfach nicht funktioniert, einfach grundsätzlich nicht funktioniert. Und jetzt ist die Schwierigkeit, dass der Kapitalismus ja alles tut, um zum Beispiel die Frauen, die sich in einer Kommune befinden, unfähig dazu zu machen, zum Beispiel bisexuell zu handeln. Ja? Also der Kapitalismus hat die Leute zur Heterosexualität erzogen. Für den Bonobo-Schenker-Kommunismus, damit er richtig funktioniert, müssten die Frauen aber bereit sein, bisexuell zu leben. Und das kriegen wir dann wieder nicht hin. Und dann scheitert aber wieder die Kommune, weil die Frauen dann in der üblichen Stutenbissigkeit, wie man ja so manchmal sagt, befangen bleiben.
Ja, und das sind die Dilemmata, um die es geht. Und ja, das, es wäre ja schön, wenn diese friedliche, liebevolle Kommune auch irgendwie vielleicht dann wirklich auch über die Verantwortungsbildung und Verantwortungsreifung erzielbar wäre. Aber was ist, wenn das einfach ein Sozialsystem ist, das eben bestimmte genetische Fixpunkte hat, und wenn die nicht erfüllt werden, dann klappt's einfach nicht richtig, ne? Dann kommen eben so Kommunen raus, wo man sagt, na ja gut, ja, ist jetzt eigentlich egal, ob ich allein lebe oder in der Kommune lebe, irgendwie Stress ist immer. Ja, so, das kommt dann da am Ende dabei raus, ja. Ja. Überall, ja, nee, aber ich gebe weiter, meine Zeit ist um, ne? Ich gebe weiter, mach nachher weiter. Der nächste, bitte. Ja, danke schön. Ich habe die Anmerkung zum einen, man könnte das Keck so formulieren, auch wenn die Frauen dann miteinander nicht mehr wie bei den Bonobos sexuell schmusen, könnte bei uns Menschen ja dazu kommen, dass sie ein Buch über Ethik lesen gemeinsam. Also der aufgeklärte Schenker Bonobo-Kommunismus könnte in der Hinsicht natürlich noch ganz faszinierende andere Dimensionen enthalten. Genauso wie ich in der anderen Richtung, also ich stehe da fasziniert vor. Ich stelle mir öfters die Frage, wie anpassungsfähig kann der Kapitalismus sein? Oder ich glaube, man kann es gar nicht mehr Kapitalismus nennen. Ich glaube, dass es nennen wir es eben die Big Brother-Kultur sein wird, die digitale Willkür-Diktatur. Die wird nicht mehr kommunistisch oder kapitalistisch sein, sondern so wie in China jetzt man sagen könnte, es ist Staatskapitalismus mit weitgehend kommunistischen Innenstrukturen unter den Menschen, durchsetzt aber auch mit kapitalistischen Elementen. So glaube ich, dass das System der Zukunft diese üblichen Ideologie-Klischees oder Kategorien durcheinander mischen wird. Und es wird überwiegend eine geplante sozialistische Wirtschaftsform sein. Je mehr das Internet es zulässt, wird es in die Richtung gehen, nehme ich an. Ja, und insofern stellt sich für mich die Frage, ich deutete das ja schon vorhin in meinem vorhergehenden Beitrag an, was ist dieses System alles in der Lage zu schlucken? Ich glaube, dass da auch die sexuelle Dimension gewaltig mit drin steckt. Also die Vorstellung von früher, der Kapitalismus fördert das Kinderkriegen, um die Kinder als Humanressource gewinnbringend verwenden zu können. Das werden die immer weniger wollen und brauchen. Also schon jetzt ist ja die Frage in Verbindung mit Corona, ob die nicht die Wirtschaft ein ganzes Stück weit absichtlich zerschmettern und Bevölkerung vielleicht reduzieren wollen, weil das wird alles nicht mehr gebraucht für die wirtschafts- und planungswirtschaftlichen Zusammenhänge. Es wird nicht mehr in dem Maße gebraucht. Das ist eher hinderlich. Man arbeitet dagegen. Oder sogar auch die Frage, inwiefern kann das Big Brother-System der Zukunft sowas wie die freie Liebe, ich dachte da, in dem Krimi kam die polyamore Alternativkommune vor, wo die Menschen im gemeinsamen Musikmachen zur Note werden. Inwiefern kann das alles geschluckt werden? Ich glaube, dass das sehr weitgehend möglich ist. Bis hin zur ganzen Alternativszene auch. Ich bin der Ansicht, die Diktatur der Zukunft wird die Öko-Bewegung und die linken Bewegungen schlucken. Weil ein Willkür-Diktator wird auch keine Interessen haben, dass er auf verbranntem Land sitzt. Also dass die Natur hin ist und er hat da keine Grundlage mehr, Lebens- und Wirtschafts- und Wirkgrundlage oder Herrschaftspotenzial. Man stellt sich ja auch manchmal so vor, dass es eine Ökodiktatur geben könnte. Also die Diktatur könnte jetzt auch die da als Rebellen hingehen und kämpfen für Ökogesichtspunkte. Das kann der Willkürdiktator schlucken. Er kann jetzt denen ein Stück weit seine Polizisten entgegenschicken, aber manchmal halbherzig.
kann sagen, okay, dann lassen wir sie da kämpfen und gewinnen, weil sie erkämpfen etwas, was wir sowieso auch freiwillig hätten zugestehen können. Bestimmte ökologische Maßnahmen oder Naturerhaltung. Lassen wir sie da gewinnen, dann haben sie ihre Kampfenergie an einer Stelle verwendet, die unseren zentralsten Interessen gar nicht entgegensteht, sondern eher noch in die Hände spielt. Denn diese zentralsten Interessen, die sind nicht jetzt hier Ökologie zu vermeiden oder zu verhindern, sondern das zentralste Interesse ist die Erhaltung des Herrschaftssteuerruders, dass uns keiner ins Steuerruder greifen will. Die Gesellschaft der Zukunft werden wir selbst auch ökodiktatorisch uns vorstellen. Und genauso mit den linken Programmen. Sogar wenn sie ganz alternativ gestaltet sind, also jetzt nicht nur ein bisschen mehr Hartz IV oder bedingungsloses Grundeinkommen, sondern sogar auch, wie es Transition Town Bewegung oder die Transition Bewegung insgesamt abzielt, Transition Streets, also in Straßen die nachbarschaftliche Hilfe und Kooperation wieder stärker unter den Menschen zur Geltung zu bringen. Ja, meine Güte, der Big Brother-Diktator wird keine Lust haben, sich mehr als nötig um Sozialprogramme zu kümmern. Also wenn das funktioniert, dass die Leute so ein bisschen eben so selbst wieder ihren Kit des Zusammenhaltens und des Miteinanderlebens, heutzutage ist das nicht automatisch gleichbedeutend mehr mit Gefährlichkeit für das System. Da weiß ein Herrscher schon genau zu unterscheiden, ab welchem Grad könnte es gefährlich werden. Aber wenn die vorher anfangen, wieder ein bisschen zusammenzuhalten, und leihen sich gegenseitig Milch und Zucker in der Nachbarschaft aus oder der eine den Rasenmäher dem anderen, auch damit nicht jeder einen braucht und so. Können wir fördern. Also wir können solchen sozialen Zusammenhalt und miteinander teilen und so weiter und so fort, können wir fördern, ist alles vereinbar. Denn im Grunde genommen, das Einzige, was sie nicht antasten lassen wollen, erstmal, bis hoffentlich der erzieherische Einfluss der Algorithmen und vielleicht doch der Rest ihrer Vernunft, ihres Gewissens, bis die das vielleicht aufweichen können. Aber das, was sie sich erstmal nicht nehmen wollen werden, ist einfach die Willkürherrschaft, die Willkürsteuerung. Deshalb müsste das aus meiner Sicht auch in den Kern der alternativen Bemühungen gebracht werden. Achso, wir müssen alle neu einwählen. Ich mache mal kurz die Aufnahme auf Pause. Okay. Also ich hatte gesagt, ich habe die Vorstellung, dass wir vor sehr flexiblen Strukturen stehen. Und genauso wie die geistige Kultur, die Vernunftseele des Menschen, der den Bonobo-Kulturen ganz neue Dimensionen geben könnte, also dass die Frauen und Männer füreinander ungefährlich werden, nicht nur weil sie sexuell schmusen, sondern gemeinsam auch Bücher über Ethik lesen können oder miteinander meditieren und sonst was machen können. So glaube ich andererseits, dass auch Schubladen und Gegensätze wie links, rechts, öko, sozial und dass das gegen die Herrschenden durchgesetzt werden müsste. Da werden viele Scheinkämpfe jetzt dann inszeniert werden, während Big Brother das alles schluckt. Übrigens auch die positiven Anreize wird Big Brother in hohem Maße schlucken können. Ne? Also sie sind ein ganz wichtiges Element. Das muss man in alle Richtungen anwenden, schlicht weil die Menschen eben keine Bewusstseinssprünge oder Reifesprünge zu Wege bringen werden. Also da traue ich Ihnen auch recht wenig zu, obwohl ich mich da ja nach Kräften drum bemühe. Aber es wird, egal in welche Richtung, alle Kräfte, die jetzt was verändern wollen, auch am Bewusstsein der Menschen und am Sozialverhalten, werden mit positiven Anreizen, mit Leckerli-Dressur oder Nudging, wie es da die Theorien der jetzt Herrschenden auch schon ausdrücken, arbeiten. Also die positiven Anreize sind dann ein Weg zu raus aus der Korruption, Fremdbestimmung, Willkür, wenn sie abzielen auf die Gesamtverantwortungsreife des Post-Conventional Levels. Sie können missbraucht werden natürlich für alle möglichen anderen Dressurabsichten, auch von Big Brother. Also wir werden noch staunen aus meiner Sicht, was da alles geschluckt wird von einem System, was aber im Hintergrund als sein Heiligstes die Willkürvollmacht fürs Steuerruder behalten will. Noch hoffentlich dann eines Tages, bis die eigene Vernunft oder vielleicht die Reservate der natürlich lebenden und freiwillig gesamtverantwortlichen Menschen und die Algorithmen gemeinsam den Ausschlag geben, dass es dann ein gesamtverantwortliches Steuerungssystem auch wird. Aber zwischendurch werden wir staunen, wie flexibel und kräftebündelnd das Big Brother-System sein kann mit all unseren reformerischen Ansätzen. Okay, ich gebe mal weiter.
Okay, Dylan, du hast davon geredet, ich soll auf die Konflikte in der Kommune eingehen. Also die Konflikte, die ich hauptsächlich beschrieben habe, waren Konflikte meiner Bezugsgruppe und in Schenkerbewegung und noch an manch anderer Stelle, wo ich ein ähnliches Muster sehe. Ist das das, was du meinst? Ja, einfach letztendlich, woran du gedacht hast, als du gesagt hattest, da alles, was dich da beschäftigt hat, wollte ich anregen, nochmal zu formulieren. Ja, also ich finde halt, also mein Eindruck ist der, ich bin in Gruppen, die bestimmte Verhaltensvereinbarungen gutheißen und die werden dann nicht eingehalten und dann thematisiere ich das und dann wäre meine Erwartung, also einerseits bin ich überrascht, dass die Vereinbarungen nicht eingehalten werden und als nächstes bin ich überrascht, dass nicht die Leute sagen, hey, okay, also schau mal, du hältst die Vereinbarung nicht ein und stattdessen sage ich dann halt, hey, also die Vereinbarung wird nicht eingehalten und anstatt dass dann alle sagen, ja klar, Person Dings, halt mal die Vereinbarung ein. Also das passiert schon teilweise, aber das sind komplexe Gespräche über viele Etappen und dann sind die Leute ein bisschen, das sind halt keine einfachen Lösungen, sondern sehr kompliziert und wahrscheinlich beinhaltet das dann letzten Endes auch ein Blick in den Spiegel von jedermann in Bezug auf sein eigenes Fehlverhalten und auch mich natürlich. Ich denke, wir sind alle imperfekt und das kommt halt dabei raus. Und das ist dann halt irgendwie anstrengender als andere Gesprächsthemen. Und es ist halt auch, fühlt sich schwierig an, eine Person, die falsch handelt und das nicht einsehen will, damit zu konfrontieren, wenn... Also ist meine Interpretation, meine Schlussfolgerung, wenn über viele Situationen der Eindruck entsteht, dass es eben besonders schwer ist für sie, dies und das sich einzugestehen. Und und stattdessen wird dann halt gefragt, hey, ich habe das Gefühl, Luis geht es ums Recht haben, wieso ist denn das Recht haben so wichtig? Das ist doch auch nicht das, wovon wir ausgehen. Als neue zukunftsweisende Vereinbarung. Also stimmt schon, mir geht es halt auch nicht nur ums Recht haben dabei, aber das ist halt ein Punkt. Ein Punkt ist halt die Sachebene und ein anderer Punkt ist die emotionale Ebene und wahrscheinlich sind da noch viele andere Ebenen, die mit reinspielen. Und ich habe das Gefühl, dass quasi so ein Tabu ist oder so ein Schmerzpunkt bei den allermeisten Menschen zuzugeben, okay, ich bin fehlerhaft. Also das mag leichter sein, das selber zuzugeben, in diesem und jenem Punkt. Aber von anderen darauf hingewiesen zu werden, ist dann besonders schwierig scheinbar. Und dann versucht man lieber, das Thema zu vermeiden oder auszusitzen oder aus dem Kontakt zu gehen. Und ich bin dann quasi irgendwie... das Problem, weil ich nicht locker lasse, auf das Problem hinzuweisen. Und ich bin halt überrascht, weil die richtige Reihenfolge wäre halt aus meiner Sicht zu sagen, okay, klar, da ist ein Problem und das Problem ist widersprüchlich zu unseren Absichten. Ja, und ich finde es auf eine Art ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich so oft darauf hingewiesen werde, dass es nicht ums Recht haben geht und dass ich einen Weg finden kann, das zu tolerieren, dass sich eine Person nicht an Vereinbarungen hält und irgendwie drüber zu stehen. Ich nehme an, das ist meine nächste Lernaufgabe oder eine von vielen. Und gleichzeitig erzählt mir mein Gehirn halt oft, wie unangemessen die ganze Sache ist und wie widersprüchlich und wie enttäuschend. Und zum Beispiel in der Schenkerbewegung ist es halt so, da ist eine Person, die halt aus meiner Sicht die ganz klare Dröhnung von Konfliktbearbeitung nicht will und so ein paar zarte Seitenarme von Konfliktbearbeitung hin und wieder
initiiert und mit wechselnden Leuten Konflikte hat und dann zu den anderen Leuten, mit denen die Konflikte ungeklärt sind, recht freundlich ist und die dann quasi lobt, in dem Kontext eine andere Person abzuwerten. Und und immer wenn irgendwas im Chat geschrieben wird, was mir halt nicht vollständig und nicht richtig und problematisch erscheint und wo es mir ein guter Zeitpunkt scheint, auf die Gesamtfehlerstruktur, die ich so insgesamt wahrnehme, hinzuweisen. Also ich habe die Möglichkeit, aus dem Chat zu gehen oder klar zu machen, dass ich nie wieder der Person antworten will. Und dann ist es schwer, das auch durchzuziehen, wenn halt irgendwelche beispielhaften Vorlagen kommen, wo die Person sich widerspricht und wo mir halt das Muster so stark sichtbar zu werden scheint. Und also ich glaube, das ist die Situation. Ich habe es jetzt nicht so klar gesagt, vielleicht gerne nachfragen. Ansonsten kann ich auch abgeben, wenn das reicht. Ja, also ich kann immerhin, ich habe immerhin jetzt ein bisschen was verstanden, ja? Da mache ich mich wieder stumm. Oder? Ja, ja. Okay. Also ich lege los. Ja, also ich muss sagen, eine Gemeinschaft ist ein kooperativer Akt, ein Kooperationsgeschehen. Und wir wissen nicht, ob Menschen wirklich jemals Mammuts gejagt haben. Also so sicher wäre ich da nicht, weil die Frage ist. Aber nehmen wir mal an, wir hätten wirklich irgendwie große Tiere gejagt. Und irgendeiner hält sich nicht millimetergenau an die Vereinbarung. Dann bedeutet das, dass Menschen sterben. Das heißt, wir sind eigentlich hochsoziale Lebewesen, aber wir sind darauf angewiesen, dass Vereinbarungen, Kooperationsvereinbarungen, Regeln ganz streng eingehalten werden, weil es sonst einfach Tote gibt. Beispiel Jagd und ein gefährliches Beutetier. Ja, wenn da einer einfach mal so eben macht, was er möchte und so quasi sagt, ja, versteht ihr anderen das doch als eure Lernaufgabe, darüber zu stehen? Ja, dann gibt's eben lauter Tote in der Gruppe, weil dann das Beutetier eben nicht so gepackt wird, wie es gepackt werden sollte. Und dann sterben dann halt viele der Jagdgenossen sozusagen. Deswegen ist das eigentlich die Basis, dass Menschen absolut vertragstreue Regeln einhalten, Kooperationsvereinbarung exakt einzuhalten. Denkt nur an die Krimis, ja, wo die Leute einen ganz komplizierten Bankraubplan haben. Wenn sich da einer nicht an diesen Plan hält, dann geht alles schief, ne? Und alle landen im Gefängnis, ne? Und so ist das. Und das Fernsehen als Partner der Händlersparten hat quasi uns alle unterrichtet, dass wir letztendlich, eigentlich hat uns das Fernsehen zu sozialen Krüppeln erzogen. Wir sind nicht mehr in der Lage, Vereinbarung klar und konsequent einzuhalten. Ich nenne das ja auch, ich habe das in früheren Texten wir sind erzogen zur Gemeinschaftsunfähigkeit. Ja? Und damit das zu ertragen, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Sondern der eigentlich, wenn man mal genau hinguckt, die Personen, die also sagen, ja, da musst du doch drüber stehen und sei doch da nicht so pedantisch oder so. Man muss, wenn man genau hinguckt, stellt man meistens fest, dass diese Personen dann quasi auf Kosten der anderen leben. Dass das sich eigentlich um
sozialparasitäres Verhalten dann handelt. Ganz oft, ja? Und deswegen ist also sozusagen sich an Regeln und Vereinbarungen halten, das ist die erste Übung. Das ist die erste Lernaufgabe, die es braucht für eine gelingende Kommune. Dass wir überhaupt wieder zur Kooperation fähig werden. Denn Kooperation geht nach hinten los, wenn sich nicht alle ganz präzise an den Plan halten. Ja? Und das ist quasi die erste Übung. Und dann auch der andere Dinge. Denk an das aggressive, rechthaberische Verhalten. Das unterrichtet uns das Fernsehen. Das aggressive, rechthaberische Verhalten. Ja, und all diese Dinge. Das heißt, wir müssen unzählige vorteilbringende Irrtümer, die uns, mit denen wir infiziert wurden, zum Beispiel übers Fernsehen, ja, die müssen wir beim Kommunenaufbau Stück für Stück abarbeiten und rauswerfen aus unseren Köpfen. Und das ist die eigentliche Aufgabe. Ja? Und ich sage ja, die größte Aufgabe von allem ist, die Körperfeindlichkeit des Kapitalismus aus unseren Köpfen rauszuwerfen, weil es eben sein könnte, dass dieses ganze hochkomplexe Bonobo-Schenker-kommunistische Lebenssystem, dieses Sozialsystem, wie es Professor Friedemann Schrenk mal genannt hatte, er hat damals gesagt, da hat sich also ein neues Sozialsystem bei uns entwickelt, bei unseren Vorfahren. Dieses neue Sozialsystem ist wahrscheinlich eher auch ein ineinandergreifendes Uhrwerk, wie, wo jedes Zahnrädchen stimmen muss, wenn auch nur ein Zahnrädchen nicht richtig funktioniert, dann greift das alles nicht mehr richtig ineinander und dann scheitert das Ganze. Ja, das ist so meine Befürchtung. Ja, das heißt also, die Frage, ich kann es nicht ausschließen, dass vielleicht eine Kommune ohne den Bonobo-typischen Körperkontakt vielleicht gar nicht richtig gelingen kann, weil einfach unsere Genetik dafür nicht geeignet ist. Also entweder Bonobo-mäßig oder vielleicht scheitert es. Ja, das sind die das halte ich für nicht ausgeschlossen, dass es so sein könnte, weil Sozialsysteme und Lebenssysteme, ja, ich mache nur noch mal das Beispiel des Tigers, ja. Der Tiger hat eine ganz ausgeklügelte Genetik, wann er zum Beispiel den Kontakt zu Weibchen erträgt, wegen der Fortpflanzung, und wann sich seine Hormone dann wieder umschalten und dass er dann den Körperkontakt zu einem Weibchen als unangenehm erlebt. Also das sind ganz ausgeklügelte Steuerungssysteme, in die man nicht, also die man einfach nicht ungestraft ignorieren kann. Und da fürchte ich, dass man da doch, aber wie gesagt, das Thema des Körperkontakts ist ein weit hinten liegendes Thema, aber es fängt schon an damit, dass die Leute erstmal als erstes einmal eins in der Kommune lernen, ist überhaupt erstmal kooperationsfähig zu werden, also ganz streng alles, was vereinbart ist, auch eins zu eins einzuhalten. Als wäre es der Kampf, der Jagdkampf mit einem gefährlichen Beutetier und als wäre es sozusagen ein Bankraub, bei dem alles stimmen muss, sonst landen wir alle im Gefängnis, sozusagen. Ja, ja, so viel dazu, Luis. Jetzt habe ich noch einen eigenen Punkt hier noch, den ich noch bringen wollte. Da der Mensch auch nicht nur Geistwesen ist, sondern auch zusätzlich auch Bioroboter ist, und Futter und hochwertige Ei- oder Samenzellen anstrebt, hat er leider auch eine teilweise sehr biegsame, nachgiebige Psyche, die für vorteilbringende Irrtümer, Rationalisierungen also quasi anfällig ist, hinter denen sich dann das schlechte Tun versteckt. Ja, und das müssen wir halt einfach immer wieder beachten, ja, dass es sein kann,
dass der Mensch doch eine viel biegsamere Psyche hat, als wir uns eigentlich wünschen würden. Also ich, wenn ich auf mich zurückschaue, wie stark ich quasi von den vorteilbringenden Irrtümern meiner eigenen Psychotherapeutensparte infiziert war und wie ich damit durchseucht war und wie ich die unmöglichsten Dinge geglaubt habe, ja, von denen ich heute weiß, dass die nie existiert haben, aber ich habe sie geglaubt. Und wenn ich da rückblicke und dann sehe ich, ja, die menschliche Psyche ist doch viel biegsamer, als ich mir wünschen würde. Und viel nachgiebiger. Und deswegen sage ich halt, gucken wir uns Corona an. Dieses ganze Ding hätte es nie gegeben, wenn es positive Anreize gegeben hätte, sodass kein Arzt auch nur einen Cent hätte verdienen können, wenn er etwas für uns Menschen so qualvolles und schädliches veranstalten würde. Ja, es hätte es einfach nicht gegeben. Weil die positiven Anreize ganz zentral dafür gesorgt hätten, dass so etwas wie die Schweinegrippe, die Vogelgrippe und Corona einfach nie passiert wären. Und da sehe ich dann diese Macht, die die Entscheidung hat, positive Anreize einzuführen oder sie nicht zu haben. Das entscheidet über Wohl und Wehe. Ja, ich gebe weiter. Meine Zeit ist um. Ja, danke schön, danke schön. Ich gehe mal erst auf die Konfliktthematik von Luis noch ein und dann auf die Sachen, die du, Dylan, gesagt hast. Also ich habe ja schon betont, wenn jemand wirklich eben etwas forcieren will in Schenker wegen auch bezüglich Konfliktarbeit, kann er das prinzipiell. Das heißt, er kann sagen, hier sind die Methoden und ich will, dass das straffe angezogen wird. Er hat nur auch die Möglichkeit, das habe ich ja zuvor betont, die gesamte Verhältnismäßigkeit des eigenen Verhaltens zu überprüfen. Und sich zu fragen, was brauche ich eigentlich wirklich? Also A, um selbst nicht zu sehr angegangen zu werden, nicht auf eigenen festen, stabilen Füßen stehen zu können, meine wichtigsten Arbeiten gut weitermachen zu können und so weiter. Und ich ergänze das noch. Also Schenkerbewegung ist da in der Hinsicht schon, sag ich mal, ein anderes Feld als sonst. Vergleich mal, Luis, mit anderen Plattformen, wo du sagst, du findest das reizvoll, sogar direkt mit allen Abgründen der Seele oder auch sogar absurden oder polemischen Äußerungen, die vielleicht kommen können, einfach umzugehen und zu gucken, wie du damit so, ja, doch in deiner Kraft sein kannst oder auch in zunehmender Kraft sein kannst oder innerer Selbsterkenntnis oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und der Unterschied ist der eben, dass man da oft nicht weiß, einerseits wie weit geht das mit dem abnormen Verhalten und dass man nicht weiß, welche Methoden könnte man anwenden, um Leute heranzuziehen, wenn man denkt, das wird jetzt zu heftig, was kann da gemacht werden. Aber ein anderer Punkt ist noch ganz, ganz wichtig, den ich dabei betonen will. Also ich würde in einer Situation, wenn in einem Kreis wie bei Schenkerbewegung eine Person sehr querschlägt und ein Fehlverhalten auftritt, was noch dazu fast jeder im Laufe der Zeit abkriegt und wo die Leute, die betroffen sind, es auch übereinstimmend ja auch sagen, dass da bestimmte Fehler drinstecken. Also wo das schon bewusst ist, wo das immer wieder sichtbar wird. Also ich würde meinen, und wenn ich davor stehen würde, wäre auch einer der Betroffenen, bin ich ein Stück weit auch, dann würde ich sagen, ich muss mir jetzt nicht die Sorge machen, dass da irgendwas zu unklar ist oder ich muss jetzt nicht schnell was gerade rücken und aufdecken, weil sonst entstehen Missverständnisse. Also ob jetzt wirklich mein Ruf durch was weiß ich, Kritik und Vorwürfe jetzt zu sehr Schaden nehmen könnte. Ich würde sagen, okay, das ist doch toll, dass hier so ein Feld ist, wo die Dinge so klar werden und dann übereinstimmend auch beurteilt werden von mehreren Mitbetroffenen. Das gibt mir weniger Druck und nicht mehr Druck.
um da jetzt nachzufassen und mit detektivischer Genauigkeit am Ende alles aufdecken zu wollen. Und dann kommt noch der besondere Knüller. Wenn es darum geht, dass eine Gruppe da so bestimmte Bewusstseinstechniken hat, wie offenes Denken und Sprechen und Konfliktarbeit nach besten Methoden der Konfliktbewältigung, das trifft sich dann mit dem, was oft auf der Straße früher war. Wenn die Leute zu mir kamen und haben gesagt, du redest von schönen Dingen, das geht aber nicht bei mir. Meine Freunde, Verwandten und Bekannten, mit allen kann ich sowas nicht machen. Wo ich dann gesagt habe, gut, wenn es mit 99,9% nicht geht, such sie 0,1%, mit denen es geht. Und in Schenker-Bewegung ist es so, dass da auf jeden Fall einzelne Personen mit bei sind. Also ich erlaube mir, meine Wenigkeit da durchaus mit zuzuzählen. Die sagen, sie möchten mit kritischsten Augen durchaus betrachtet werden und sind bereit, solche Methoden, also mit ganzer Strenge auch anzuwenden, auch auf sich selbst anzuwenden. Und dann kommt dazu, dass ich da ja einen faszinierenden Pool sehe. Also ich habe jetzt auch gerade vor ein paar Tagen noch an die Erdkarte auch eine Beschreibung unserer Friedensagentur gegeben. Ihr wisst, die Erdkarte halte ich für eine der wichtigsten Bewegungen, weil sie weltweit einen Konsensbildung, Verantwortungskonsens, Bildungsprozess ausgelöst hat, mit Resultat auch und mit einem weltweiten Echo oder einer Unterstützerschaft, die wahrscheinlich ein zweiter Ansatz kaum noch hinbekommt. Und die haben aber mittlerweile immer noch keine Friedensagentur in sich. Und es gibt Konflikte, wo Leute allein schon durch Missachtung, durch Gesprächsblockade, durch willkürliche Durchsetzung, Ausgrenzung auch so verletzt werden, dass sie da verprellt sind, ne, und sagen, nee, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Und deshalb biete ich schon seit Jahren da an, dass eine Bewegung, die auch gerade gewaltfreie Kommunikation und Konfliktarbeit, die Beachtung der Nichtbeachteten und sowas alles sich zum entscheidenden Maßstab setzt, auch Kommunikations-, Gesprächsbereitschaft, dass eine solche Bewegung eine Ansprechstelle schafft in ihrem Inneren, wo Leute, die eben zu sehr übergangen sich fühlen, statt offener Gesprächsbereitschaft und Argumentekultur, dass die sich daran wenden können, um Hilfestellung zu bekommen. Dafür habe ich eine Beschreibung jetzt dieser Friedensagentur, die wir haben, mit der wir hier so ansetzen, und ich wüsste nichts Vergleichbares, habe ich eine Beschreibung gegeben, habe da reingeschrieben auch, schaut in unser Forum, ihr werdet sehen, wir bieten verschiedene Mediatoren an, auch mit verschiedenen Methoden, wir bieten einen ganzen Werkzeugkasten an Methoden für Kommunikation und Konfliktbearbeitung an. Und auf den könnt ihr euch dann verlassen und so. Also ich kenne überhaupt nichts Vergleichbares. Und dass dann da Leute sich zusammentun, also ich bin auch sehr dankbar, Dylan, ne, dass du da jetzt auch mit bei bist, mit deinen Kompetenzen als Mediator oder Konflikthelfer und mit speziellen Techniken auch. Also da steckt eine Substanz hinter, sehe ich sonst nirgends, und eine Möglichkeit dann auch die Logik zu verfolgen. Wenn es jetzt einzelne Gruppen in der Gruppe gibt, die schalten auf stur, jetzt hier bei bestimmter Konfliktarbeit zum Beispiel. Ja, okay, dann lebe ich doch mit denen es geht. Also jetzt bei den anderen, wenn sie mir nicht zu sehr auf die Füße treten, mich nicht zu sehr lähmen, meinen Ruf nicht vielleicht durch zu sehr Missverständlichkeit beschädigen können und so, wenn klar genug ist in der Gruppe, dass mir da jetzt nicht zu große Vorwürfe zu machen sind und. Für das positive Vorleben, wie kraftvoll unsere Methoden sein können, konzentriere ich mich auf diejenigen, mit denen es problemlos geht. So wie ich den Leuten auf der Straße gesagt habe, wenn es mit all eurem Umfeld nicht geht oder mit 99,9% der Menschen nicht geht, dann konzentriert euch doch auf die 0,1%, mit denen es geht. Oder die da sogar schon besser sind oder weiter sind als ihr selbst. Das bringt euch doch erheblich mehr, als euch irgendwie anders festzuklammern oder festzubeißen. Damit komme ich zu dem, was du, Dylan, gesagt hast. Also ich finde das ja auch ein extrem faszinierendes Thema. Ich bin ja ein Bonobo-Fan und ich bin der Ansicht, dass die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune schon ganzheitlich sein wird, auch mit ihren Reizen, sag ich mal, oder ihren Potenzialen menschlicher Erfüllung. Ich bin der Ansicht, dass die freie Liebe der Bonobos eine ganz große Rolle spielen wird. Ich bin auch der Ansicht, das ist extrem wertvoll und es schließt sich alles nicht aus. Also ich habe am meisten bisher in meinem Leben genossen, den heißesten Sex mit Frauen, mit denen ich den geistigsten Rausch haben konnte. Also es steht ja noch aus, dass ich dem guten Louis auch antworten muss, was in meinem Leben Ablenkungen sind.
Ich habe gesagt, also ich bin auch kein Mensch, der ohne Ablenkung lebt. Also das umfasst vieles. Also was meine Arbeitsmentalität angeht, mich so auf wichtigste idealistische Arbeitsthemen und Themen Schenkerbewegung voranzubringen, was zu tun für die Kommuneprojekte und Aktionen und so, da will ich Vorbild sein. Ich glaube, da bin ich ein ziemlich gutes Vorbild. Also da hoffe ich ja auch, dass ich ausreichend anstoßend oder pieksend bin, auch für Leute wie Louis, zur Eigenerforschung. Wie sehr lenke ich mich noch mit Dingen ab oder wie sehr gucke ich bei Dingen und sage, da ist ja auch was Gutes dran und sehe nicht ausreichend mit klarem Durchblick, wo aber viel mehr Gutes an anderen Ansätzen oder anderen Betätigungsfeldern dran wäre oder wo ich bewusst eben brachliegende Felder liegen lasse, mit denen ganz viel gemacht werden kann. Also da ist es so, dass alle, auch sogar die Freundin, die mich vor Gericht gebracht hat seinerzeit, meinten, die roboterhafte Arbeitseinstellung oder Mentalität, das ist ganz komisch, aber solange er das für die gute Sache einsetzt, lässt sich daraus ja schwer einen Vorwurf machen. Also von der Art. Trotzdem bin ich an vielen Stellen ein sehr fehlerhafter und noch nicht ausreichend konsequenter, konzentrierter Mensch im Bereich Ernährungsverhalten, im Bereich äußere Gestaltung meiner Lebensweise. Ich müsste mehr Sport machen. Also ich will schon lange wieder meinen Waschbrettbauch zurückholen. Das wird mir auch gesundheitlich in vieler Hinsicht erheblich besser tun. Also es gibt da die Sachen, die mich ablenken und wo ich auch Verführungen nicht nur ausgesetzt bin, sondern auch zu sehr nachgebe. Auf der anderen Seite habe ich mir eben schon als Jugendlicher, also wo ich für die anderen alle wieder totale Asket erschien, ne? Also ich bin nicht in Partys, Diskos, Kinos und so weiter gegangen, sondern höchstens mal mit ein paar anderen Mitschülern Tee trinken oder schwimmen gehen, also Sport machen und ansonsten miteinander schon bereichernde Gespräche führen. Keine Sexualität zu der Zeit. Und nicht rauchen, nicht trinken, alles. Also ich erschien natürlich damals als der Extrem-Asket. Sodass mein Griechischlehrer gemeint hat, also bei mir würden irgendwann nochmal alle Ventile platzen und mein Bild, was ich da so abgeben würde, das würde völlig zersprengt werden, wenn ich da das Ventil nicht mehr draufhalten könnte auf meine unterdrückten Instinkte und Neigung. Okay, das ist so sicherlich nicht eingetroffen, was er da gemeint hat. Und ich glaube, dass, wie meine erste Freundin dann meinte, Askese ist der größte Spaß, also meine erste Aussteigerfreundin. Also ich glaube tatsächlich, dass da ein Rausch drin liegt, der ist viel höher und wertvoller als alles andere. Also so wie der Rausch des Marathonläufers, wenn er eine bestimmte Schwelle an Selbstüberwindung hinter sich gebracht hat und rennt dann da und kriegt dann seine Hormonschübe, ist was anderes als der Rausch von jemandem, der da gelähmt in der Hängematte liegt und sich die Birne vollkifft. Also von daher sehr, sehr spannend all diese Themen. Und für mich seit meiner Jugend, ich habe mir direkt Gedanken gemacht, also ich bin bis heute der Ansicht, dass wir Menschen alle Motive in uns haben, die menschlich, allzu menschlich, tierisch und übermenschlich sind. Und ich bin fest der Überzeugung, wir sollten jedem Menschen, also das wende ich auch in meiner Erziehung an, auch gegenüber meinem Kind, wir sollten jedem Mensch eine Ventilfunktion geben, die er sich unzensiert gönnen kann. Also was weiß ich, er kriegt seine vielleicht 2 Stunden am Tag, wo er heutzutage sich dann ja, also es ist ja leicht, ne, früher war es Theater und Rollenspiele oder die Mythologie, wo sie sich alles Mögliche vorstellen konnten. Ne? Also jede Perversion, jede Aggression, jede Leidenschaft, alles Mögliche. Die Verwischung der Grenzen zwischen Mensch, Tier, Gott, Mensch, alles, das haben die in ihren Mythen, in ihren Theaterspielen durchexerziert. Also dass diese Katharsis, dass man so eine Welt sich schafft, wo man alles einfach ausleben kann, hat die Menschheit immer gemacht, glaube ich, ist natürlich, ist in meinen Augen auch ein wertvolles Ventil. Und also wir haben da Menschen schon gehabt, auch bei uns in Schenkerbewegung, auch Projektverantwortliche, die hatten dann großen Spaß dran, zu den Horrorkillern zu werden, wer weiß was für abstruse und monströse und blutrünstige Spiele und Filme und was weiß ich, sich so reinzuziehen. All das brauchte ich auch nicht. Also man sollte es den Menschen gönnen, ne? Aber ich habe mir schon überlegt, was ist denn am fruchtbarsten? Also auch um diese ganze Rauschhaftigkeit oder diese ganze Instinktneigung so fruchtbar wie möglich auszuleben. Und ich bin auf die innere Energiearbeit gekommen, allerdings einschließlich der Sexualität.
also das Muladhara-Chakra, diese Wurzelkraft in uns, also darin habe ich, genauso wie in der Atmung und in der sonstigen Energiearbeit, in der Autosuggestion, autogenes Training und ähnliches, also darin habe ich eine gewaltige Energie gesehen, wo ich auch der Ansicht bin, also man muss sich fragen, inwiefern man da eine Schädlichkeit oder eine Beeinträchtigung oder ein Ärgernis für andere Menschen drin sehen muss. Ich sehe es wenig. Also als ich da in der Alternativszene seinerzeit war, heute weiß ich nicht, wie weit die da irgendwelche Sprüche so diesbezüglich haben, aber da hieß es dann auch, die Herrschenden sollten die Schlachtfelder regulieren und nicht die Schlafzimmer. Und also ich bin eh der Ansicht, ne, auch wenn da jetzt die sind, die als Monster und sonst was sich fühlen wollen, ich bin der Ansicht, dass all dieses blutrünstige Film- und Video- und Spielematerial, das sollte nicht von einer, ich sag mal, sauberen Zukunftswelt beiseite geschafft werden. Auch die Kriegsfilme oder die direkten Kriegs- und Folteraufnahmen, was es alles gibt. Ich bin der Ansicht, alles Material, was existiert, also natürlich bin ich krassestens dagegen, irgendeinem Menschen nur das kleinste Leid zuzufügen in Zukunft oder derartiges. Aber alle Abnormalitäten, Blutrünstigkeiten und so weiter der Menschheit sollten erhalten bleiben und die Menschen sollten sich das anschauen können oder sollten ihr Inneres daran, ja, also darin die Inhalte sehen, die Sparringspartner ihrer seelischen Entwicklung sein können. Bei mir persönlich ist das, wie gesagt, innere Energiearbeit, Atmung, Hatha, Yoga und der Umgang mit der sexuellen Energie gewesen. Und das fiel natürlich ja auch auf in meiner Geschichte. Daraus sind ja auch Konflikte entstanden. Mein öffentliches Bild, ich wäre der schlimmste Casanova. Und wie gesagt, die eine Freundin, die dann diese jahrelang Gerichtsprozesse da angestrengt hat, ich hätte Pornografie verbreitet. Und das waren ja Sexbilder von ihr, die sie gewollt hat mit ihrer Kamera und wo sie die DVDs besorgt hat, um es zu speichern. Also das war ein reiner Witz natürlich, mir daraus dann eine Gerichtsverhandlung machen zu wollen. Trotzdem fand ich damals bemerkenswert, dass der Staat echte Gummigesetze hat, mit denen er, wenn er will, eigentlich jeden festnageln kann. Ne? Denn wie mein Anwalt auch gesagt hat, dass ihn das überrascht hat, wie weit das geht. Also wenn man irgendwelche persönlichen, intimen Aufnahmen oder ja Texte, was weiß ich, Informationen bei sich in einem Rucksack hat, ist bei einem Freund, der Rucksack steht in der Ecke, man geht einkaufen oder so, schon die Möglichkeit, also man kann sogar noch absprechen oder es kann eine Kultur mit dem Freund da sein, dass man weiß, niemand geht an die Sachen von anderen und so. Alleine, dass das so ist, kann einem als Straftat ausgelegt werden, diese intimen Informationen jetzt dem anderen zugänglich gemacht zu haben. Also Sachen, da würde jeder in den Knast mitzustecken sein. Also ich habe mich damals sehr geärgert, auch vor Gericht, als ich das gemerkt habe, wie die sich so Gummiparagraphen oder Möglichkeiten schaffen, die Menschen anzugreifen. Später hat mich das noch erheblich mehr geärgert, weil was ich vorher in der Weise nicht wusste, also die haben ja im Internet die ganze Zeit über Sexportale gehabt, Videoportale und so, wo man ohne Anmeldung, ohne Altersangabe, ohne irgendwas sich im Internet einfach bedienen konnte. Also der einfache Mensch oder mir versuchten sie einen Prozess zu machen, weil da jemand mit ganz viel Mühe und mit Vertrauensbruch oder sonst was an irgendwelche Sexbilder hätte kommen können. Und die Gesellschaft erlaubt es sich, jedem Kind, was an einen Computer geht, Hardcore-Material zugänglich zu machen, ohne auch nur darauf zu achten, dass da Anmeldungen oder Altersangaben erforderlich sind. Also dementsprechend, wenn man die Gummiparagraphen auf den Staat anwenden würde, würden die alle in den Knast gehören, aber sofort. Ja, und das sind so Dinge. Also meine Ablenkung, egal ob es reale Sexualität war mit Frauen oder auch ohne Frauen, übrigens die Arbeit mit der sexuellen Energie. Als ich auf der Straße rumgepilgert bin, saß ich oft im Winter relativ leicht bekleidet da in meinem Yogasitz. Und es gibt heute noch Leute, die das bezeugen können. Die kamen vorbei und mussten jede Viertel oder halbe Stunde in irgendein Café gehen, um sich aufzuwärmen, was ich ja gar nicht gemacht habe, und haben es nicht verstanden, wie ich da sitzen konnte. Also ich weiß bis heute, wie man mit diesen Energien so arbeitet, dass das ungeheure ja, Energiewellen und Kraftmöglichkeiten innerlich ermöglicht. Und also bei mir war es diese innere Energiearbeit mit oder ohne Frauen, es war ausgelebte Sexualität und ich habe immer auch die Auffassung gehabt, obwohl ich habe nie eben war nie dafür, Fotos zu machen,
Aber Fotos, Videos und so irgendwas Sexuelles fand ich auch immer reizvoll. Des Öfteren ist mit Frauen auch sowas dann entstanden. Ich habe da verschiedenes Material mitgemacht. Sollten jemals noch wieder Leute kommen, also ich sage das an der Stelle schon mal, weil ich kann ja morgen auch vom Auto überfahren werden, sollten irgendwann diesbezüglich Menschen noch mal kommen und da Vorwürfe draus machen, auch wenn ich mich da nicht mehr dann da argumentativ gegenstellen kann, dann wisst ihr jetzt, ne, und das kann überprüft werden, ne, und das ist ja keine Sache, wo irgendwie jetzt was schwer zu recherchieren wäre, ob ich da die Wahrheit spreche oder nicht. Aber diese Vorwürfe, diese versuchten Vorwürfe, nicht nur gegen mich, sondern auch andere, mit den Sexualvorwürfen, während der Staat eine Sexualkultur in den Medien oder im zugänglichen Material ermöglicht, was nach seinen gesetzlichen Maßstäben alle, die da mitverantwortlich sind, in den Knast bringen müsste sofort. Also ihr wisst jetzt auch durch die Sendung, in der wir drüber reden, ne, sollte ich morgen vom Auto überfahren, werden irgendjemand noch kommen und mir gegenüber da irgendwelche Vorwürfe äußern wollen, verweist auf diesen Sachverhalt und helft mit, dass die Leute dann sich selber einsperren können. Und ansonsten, also ich brauche eigentlich außer dieser inneren Arbeit und dieser Art von Arbeit mit meiner Sexualität, ich brauche nichts. Und ich bin auch der Ansicht deshalb, dass die Zukunftskommunen, man muss sich ja fragen, was kann man den Leuten bieten, wenn man ihnen jetzt sagt, reduziert den Konsum oder lebt ohne Konsum. Ich glaube, der geistige Rausch, der ist der höchste Rausch, also richtig denken ist besser als jeder Orgasmus. Das innere Erfahren der eigenen Energien, Atmung, Blutkreislauf, also sowas wie autogenes Training, so Ansätze von Selbstsuggestion, Selbsthypnose, um sich innerlich gestalten zu können. Die Anwendung der Neuroplastizität, was da hatte ich ja schon gesagt, dieser Magier und Hypnose-Coach, der da in der NDR-Sendung gesagt hat, der Öff-Öff ist ein total krasses Beispiel für ständige Selbsthypnose, sonst wäre er dazu nicht imstande. Und ja, aber dadurch, dass der das macht, kann der das. Also das sind die Dinge, die sind aus meiner Sicht der Schlüssel. Die kosten kein Geld, da muss keiner irgendwas für machen, was Schaden anrichtet. Und das ist aus meiner Sicht etwas, es ist nicht gleichbedeutend mit dem, was die Bonobos da haben. Es ist eine kulturell weiter aufgearbeitete Form, von der ich glaube, dass sie ja ganz, ganz wichtig für die Entwicklung sein wird. Ja, und dabei belasse ich es jetzt erstmal für diesen Beitrag. Danke, ich gebe wieder weiter. Ja, dann also, was ich wollte noch einmal deutlich machen, warum ich eben zusätzlich zu der Verantwortungsbildung eben diese positiven Anreize für so wichtig halte. Ja, ich denke gerade an hier und habe das auch hier nochmal stehen. Im Fernsehen gibt es mittlerweile lauter Sendungen, die so ungefähr so heißen wie die Ernährungsdocs oder die Bewegungsdocs oder die, ja, sozusagen. Und da, die habe ich dann am Anfang, da denkt man dann so, fällt man erstmal drauf rein und sagt so, oh ja, oh, da wird jetzt plötzlich das Fernsehen, klärt jetzt über gesündere Ernährung auf und über gesündere Bewegung und so weiter. Bis ich dann plötzlich gemerkt habe, ja, das sind ja nur Alibi-Veranstaltungen. Das sind Sendungen, die gemacht werden, die sind voll von vorteilbringenden Irrtümern, die dann also eine Pseudo-Ernährungsmedizin bringen, eine Pseudo-Sportmedizin, die den Menschen vorgaukelt, ja, ach guck mal, die Ärzte kümmern sich doch um diese Modethemen Bewegung und Ernährung, ja. Aber faktisch, was aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer die Ärzte tatsächlich tun, ist doch wieder die Menschen in Wirklichkeit festzuhalten in einer Fehlernährung und letztendlich auch im Bewegungsmangel festzuhalten letztendlich,
weil alles, was gemacht wird, so voll von vorteilbringenden Irrtümern ist, dass den Leuten eigentlich mit der sportmedizinischen Maßnahme der Spaß an der Bewegung ausgetrieben wird, sodass sie dann, wenn die Maßnahme beendet wird, wieder in die völlige Inaktivität zurückfallen. Ja, das zeigt mir diese ungeheure Macht, wenn die positiven Anreize fehlen und damit automatisch die Fehlanreize wirken, wie alles vergiftet ist. Und Öff hat ja gerade eben angesprochen, wie das mit dem Justizsystem und dem Rechtssystem und dem Staatssystem ist. Es ist genauso, ja, je mehr sozusagen unser Rechtssystem Probleme erzeugt, desto mehr verdienen alle Beteiligten. Polizisten können am meisten Karriere machen, wenn es immer mehr Verbrecher gibt. Ja? Beispiel, zum Beispiel gestern habe ich ein Konzert gegeben draußen und dann kam da einfach ein Obdachloser und ich habe es erst gar nicht gemerkt, hat mir einfach eines meiner Kleidungsstücke, eine Jacke von mir geklaut. Und setzte sich dann einfach da drauf und fand überhaupt nichts dabei. Ja, weil er ja von den Richtern und Staatsanwälten und der Polizei eigentlich längst begriffen hat, gegen so einen Diebstahl, ach, da unternimmt kein Mensch mehr was. Ja, da macht niemand mehr was. Und deswegen hat er gar nichts dabei gefunden, sich einfach auf die geklaute Jacke drauf zu setzen und gar nicht mit der Beute zu flüchten oder so, sondern das war dem überhaupt nicht. Das war für ihn ganz selbstverständlich. Ah ja, so wie ich die Gerichte und die Polizei kenne, kümmert sich eh niemand drum. Ja, und dann habe ich auch meine Jacke, die habe ich dann mit Mühe wiedergekriegt. Ja, aber das Fehlen der positiven Anreize führt eben dazu, dass auch das Justizsystem sein Eigenleben gegen die Menschen entfaltet. Ja? Und so bin ich ja der Meinung, dass alle diese Systeme mittlerweile gegen uns arbeiten. Ja, das mit dem Klima ist ja nur ein Aspekt, ja, dass alle Industrien natürlich dann am meisten Profite machen können, wenn sie die Umwelt einfach gnadenlos ausschlachten. Und dazu gehört, Giftstoffe in die Luft zu blasen und in die Meere zu blasen. Und es gehört auch, CO2 in unbegrenzten Mengen rauszublasen. Ja? Aber das ist alles verursacht dadurch, dass wir damals keine positiven Anreize gesetzt haben. Ja? Ja, von daher ist also für mich letztendlich, ich schließe jetzt nochmal den Kreis zu dem Satz, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Ja, wir müssen uns selbst erkennen, wir müssen erkennen, dass von den Milliarden vorteilbringenden oder Tausenden von vorteilbringenden Irrtümern, die in der Welt rumschwirren, wir auch bestimmte aufgefangen haben, so wie eben Killerviren des Geistes jeden Mal irgendwie infizieren. Und wir müssen das versuchen rauszuschmeißen. Und in den Kommune-Projekten muss man ständig an den durch die vorteilbringenden Irrtümer angeleiteten Verhaltensstörungen arbeiten. Na? Und nur dann kann es gelingen. Na? Und wie gesagt, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich vermute, dass es sogar sein kann, dass eben entweder das Sozialsystem nur in seiner Gänze funktioniert oder gar nicht. Das kann ich nicht ausschließen. Na? Denn was ich kenne, ist einfach auch nur, dass ich einfach auch nur Kommunen kenne, die mal für ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht mal für ein Jahr halbwegs gut funktionieren
und spätestens dann aber irgendwie immer schlecht, entweder schlecht werden oder auseinanderkrachen oder langweilig werden oder einfach irgendwie, ja, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die können in der Wohngemeinschaft leben und ja, und da es keinen großen Unterschied macht, ob sie sich nun mittelmäßig fühlen in der Wohngemeinschaft oder wenn sie allein in der Wohnung sind, dann bleiben sie auch in der Wohngemeinschaft. Aber das bedeutet ja nicht, dass es sich um eine gelingende Kommune handelt, ne? Ja, also von daher ist also sozusagen, ja, mein Wunsch, dass das mit der, die Gemeinwohllobby, ja, ÖFF hatte ja eine schöne Präambel geschrieben, ich habe die dann gekürzt, habe die dann auch reingesetzt bei der Gemeinwohllobby und jetzt gestern hat mich auch die Frau Mesli angerufen, oder war es heute? Heute hat sie mich angerufen und sagte, sie war gestern bei der Sitzung dabei. Und sie fürchtet, dass zum Beispiel die Veränderungsvorschläge, die wir vorgeschlagen haben, dass die eventuell gar nicht zur Sprache kommen werden, weil schon wieder bestimmte Leute sich auf eine bestimmte ideologische Schiene festgelegt haben und davon wahrscheinlich möglicherweise nicht mehr abweichen. Na gut, aber ich hatte ja den Anruf von der Leiterin von der Gemeinwohllobby, dass ich also zu dem Gremium dazugehöre, dass diese ganzen unterschiedlichen Vorschläge aufbereiten soll. Und ich hoffe, dass das trotzdem stattfindet. Ja. Also wir haben diese verschiedenen Ebenen. Partei, was wird aus der Basis? Gemeinwohllobby, was wird aus der verfassungsgebenden Versammlung? Was wird aus den Kommunen? Ja. Tja. Und ja, Selbsterkenntnis, in sich hineinschauen, welche vorteilbringenden Irrtümer habe ich eventuell immer noch in mir drin, welche schleppe ich noch mit. Und freie Argumentokultur des wechselseitigen Falsifizierungsprozesses, wie es so schön heißt auf unserer Homepage. Und ja, von daher gebe ich jetzt erst einmal weiter. Im Moment habe ich keinen weiteren Ansatzpunkt. Jetzt mir fehlt so ein bisschen der Faden gerade. Ja, ich hoffe, Luis, du konntest ein bisschen was damit anfangen, was ich sagte, so mit diesen Regeln und so weiter. Vielleicht kannst du ja gleich noch mal kurz drauf eingehen. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Ich gehe davon aus, dass ihr mich hören könnt. Ja. Und ja, also ich denke, wir sind schon wieder seit 18 Uhr dabei, ne? Also wer unsere Sendung bis zum Ende hört, ist entweder ein Fan oder meint, er wird erleuchtet oder findet bei uns erleuchtet. Beim Corona-Ausschuss dauert das 5 Stunden und die Leute hören sich das tatsächlich an. Okay, gut. Ich meine, dann ist es ja ein Hoffnungszeichen, dann müssten sie unseres ja auf jeden Fall auch hören. Ho, ho, ho. Aber mal im Ernst gesagt, glaube ich, dass wir heute wieder sehr wichtige Dinge angesprochen haben. Auch die Energiearbeit oder diese Fragen, die ich in meinem Vorbeitrag genannt habe. Und ich sehe meinen Beitrag jetzt sozusagen mal als Endrundenbeitrag. Also ich bin der Ansicht, dass da ungeheure gesellschaftliche Relevanz drin steckt. Ich bin der Ansicht, dass genauso wie das organische Denken, also immer auf wichtigste Frage bestbegründbare Antwort suchen, das müsste Grundschullehrstoff sein. Genauso dieser Umgang mit den inneren Energien. Die Leute fangen eher an, auf dem Schulhof mit Zigaretten oder Kifferei ihre innere Unausgeglichenheit und sowas zu, in Anführungszeichen, bekämpfen, statt dass ihnen wirklich eine innere Energiearbeit beigebracht wird. Wie schwer das ist, also jetzt nicht nur, dass uns das nicht beigebracht wird, sondern dass die Kinder das auch annehmen können, sehe ich ja auch in der eigenen Erziehung. Also da gibt es so viel quirliges Leben sozusagen in der modernen Welt drumherum, ne? Nicht nur Computerspiele oder so. Wenn man da seinem Kind sagt, jetzt geh doch auch mal in dich, ich zeige dir Methoden,
des autogenen Trainings, wo man sich selbst so ein bisschen innerlich ganz tief spüren kann oder meditieren kann und mit diesen inneren Energien arbeiten kann, sich ein bisschen hypnotisieren kann selber, so, dann merke ich, dass das schwierig ist. Oder es gibt ja auch tolle Methoden, ne? Also zum Beispiel die Nicht-Liebesarbeit, eben sich ruhig hinzusetzen und mit der inneren Energie der Liebe auch zu arbeiten. Oder von Bruno Gröning so diese Arbeit mit der natürlichen Heilkraft. Aber es ist natürlich auch echt das Ding in unserer turbulenten Welt, wo die Kinder auch schon so geprägt sind. Es muss immer ein Kick oder ein Flash nach dem nächsten kommen, denen das als schmackhaft zu erscheinen zu lassen, dass die so in sich gehen und ruhig anfangen, ihre eigenen Träume, auch Tagträume mal so durchzuträumen einfach, ohne einen Computer dabei zu brauchen. Also ist eine schwere Aufgabe, müsste eigentlich in die Grundschule gehören, ist viel wichtiger als Mathematik zu lernen und Ähnliches. Und ich hatte in meinem Vorbeitrag ja auch gesagt, wie der Staat auch mit den Manipulationsmöglichkeiten dieser Energien arbeitet. Die Menschen werden zum Teil wie die Druckkessel kräftig unter Druck gesetzt. Dann wird geguckt, wo begehen sie irgendwelche Fehler. Und die werden mit sehr gummimäßig handhabbaren gesetzlichen Grundlagen dann so verwendet, dass man quasi dann, wenn man jemanden auf den Kieker nehmen will und will ihm was anhängen, dann findet man auch was. Und eventuell einfach deshalb auch, weil dieser Mensch nie gelernt hat, mit seinen inneren Energien so umzugehen, dass er sie nicht schädlich umsetzen musste. Und das, damit meine ich jetzt sogar die beiden Ebenen. Ne? Also wie kann man innere Energiearbeit so machen, dass man positiv mit der Energie umgeht? Das ist das eine. Und die andere Möglichkeit ist, also viele Menschen schaffen es ja auch gar nicht, irgendwie ihre Energiearbeit aus dem realen, gesamten Leben herauszunehmen. Also ich glaube, dass es für viele Menschen so ist, dass die eben dann wirklich auch durch ja eben Aggressionen im sozialen Leben, der Obdachlose, der den Dillen die Jacke klaut, ist das eine. Ne? Aber viele Menschen können ihre Unbeherrschtheit nicht auf irgendwelche Ventilbereiche ihres Lebens eingrenzen, sondern ja, dann ist da vielleicht der Manager, für den die Monsterspiele nicht reichen, sondern der hingeht und jetzt wirklich über Leichen geht, was seine Wirtschaftsstrategien angeht. Also die Tatsache, dass mit solchen Themen, wie sie jetzt bei uns ja auch vorkommen, nicht wirklich offen umgegangen wird und gearbeitet wird, diese Tatsache ist von höchster gesellschaftlicher Relevanz, auch persönlicher Relevanz natürlich. Und man könnte Menschen wünschen, dass sie mehr Informationen darüber bekommen oder die Möglichkeit bekommen, innerlich auch mehr mit sich zu arbeiten. Ja. Also, ich bin voller Dank, dass wir mal wieder uns so auch austauschen konnten. Denke, wir bewegen uns auf sehr anspruchsvollem Niveau, was unsere Argumentekultur angeht. Und freue mich darauf, dass wir das jetzt ja auch durch Aufnahme eventuellen Zuhörern zugänglich machen. Und sage dann schon mal, also wenn die Runde nochmal bis zu mir kommt, sage ich vielleicht nochmal, ich umarme euch durchs Internet, aber ansonsten fühlt euch jetzt schon auch umarmt und verabschiedet. Ich gebe weiter. Dylan, was meintest du zu mir, bitte? Ja, ich hatte ja einiges dazu gesagt, zum Beispiel, dass ich die Einhaltung von Vereinbarungen und Kooperation für die Basis jedes Kommunenlebens halte und so weiter. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja, also sehe ich auch so. Ist schwierig, weil... Also es ist nicht unbedingt so, dass die Person, die sich aus meiner Sicht gegen die Absprachen verhält, mir vorschlägt, darüber zu stehen, sondern andere Personen, bei denen ich mehr oder weniger davon ausgehe, dass sie dieses Verhalten auch selber geschafft haben umzusetzen und davon profitieren und sich dann tatsächlich unabhängig davon machen, wie jemand anders sich verhält. Es ist aus meiner Sicht nicht ganz so, wie du sagst, Öffi, dass vollständige Einigkeit bei allen anderen Beteiligten ist. Ich habe das Gefühl, U-Punkt sieht es nicht genauso klar oder sagt es zumindest nicht oder sagt eigentlich Sachen, die darauf fließen lassen, dass das nicht so klar sieht.
Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mir so völlig, also die Möglichkeit, dass ich diese Konfliktbearbeitungsmethoden nutzen würde, wurde mir schon so beschrieben, dass ich damit möglicherweise einen Riesenfehler anrichte, von dem quasi alle mich beschwören, zu erwägen, ob es nicht anders geht. Also das kam teilweise so rüber. Ich meine, streng genommen ist es halt so, dass scheinbar jeder die Möglichkeit hat, aber moralisch sonst wie ist es ein bisschen anders konnotiert, fühlt sich zumindest für mich so an. Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, dass ich nochmal Beratung kriege, wie ich mit der Situation umgehe. Das eine Mal, wo es passiert ist, hat mich das ja auch quasi eure Sicht teilen lassen. Und wäre vielleicht interessant, mit U-Punkt alleine drüber zu reden. Oder was heißt, also halt nochmal gesondert drüber zu reden, nicht alleine. Ja. Und an sich scheint mir halt eine schwierige Frage, also wie geht man mit Leuten um, die irgendwelche starken Schwächen haben, die man aber irgendwie unter Idealbedingungen integrieren kann. Und die andere Frage ist, wie viel Kraft verliert man als Bewegung, wenn man nicht die eigenen Grundsätze 1000%ig lebt oder dann zumindest transparent mit den Schwächen umgeht, warum die da sind. Die Person, mit der ich quasi besonders unzufrieden bin, die sagt ja nicht, oh Mann, tut mir leid, ich habe schon wieder meine Emotionen durchbrennen lassen, sondern die scheint einfach aus meiner Sicht sehr viele Aspekte der Situation vollständig auszublenden und oder umzudeuten. Ja, und insofern, weiß ich nicht, sehe ich halt die Möglichkeit, dass ich das aushalte, das nicht zu forcieren, wie Öffi manchmal formuliert, das Forcieren. Und ich sehe halt auch einfach die Möglichkeit, aus dem Chat rauszugehen und den Kontakt quasi zu meiden mit der Person, bis halt eine richtige Klärung von ihrer Seite ermöglicht wird. Ja, ich nehme an, so wie sich das schon über Monate und wahrscheinlich über mein Leben in verschiedenen Konstellationen hinzieht, dass das eine konstante Grundfrage bleiben wird, die viele verschiedene Teillektionen und Lösungen und Facetten sich immer wieder mir neu zeigt. Ja, und ansonsten finde ich das auch alles gut, was wir besprechen. Ich fände es teilweise interessant, Ergebnisse festzuhalten. Heute war es so, dass Dylan das Fernsehen auf eine Art dargestellt hat und Öffi dann gemeint hat, ja gut, andererseits ist es ja auch so und so. Da fände ich, glaube ich, noch klarer, also zu erfahren, ob Dylan das dann lückenlos quasi auch so sieht, diese Ergänzung, wahrscheinlich, sonst würde er wahrscheinlich das anders sagen, aber wäre für mich einfach noch transparenter und stimmiger, wenn du dann sagen würdest, okay, stimmt, das sehe ich alles so oder nee, das sehe ich nicht so. Und wahrscheinlich wäre es auch transparenter, wenn ich anstatt zu sagen, ich gebe weiter, sagen würde, okay, über die Punkte denke ich jetzt noch länger nach. Also ich denke wahrscheinlich über alles nach, was gesagt wurde. Ja, und dann danke ich mich, schön, dass du es aufnimmst, Dylan. Und bis zum nächsten Mal, falls wir dann soweit sind. Ich gebe erstmal weiter an dich. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute Schluss, gell? Denn ich habe jetzt nichts besonders Wichtiges mehr, ne? Also ich denke, wir haben wieder eine Sendung drin und jetzt denke, die Tonqualität ist jetzt ganz gewaltig besser als früher. Und und wir sehen uns ja alle am Montag dann um 19 Uhr, denke ich, als nächster Termin, ne? Ja, ich kann noch was hinzufügen. Also mit einer Verabschiedungsumarmung, die ich auch nochmal durchs Internet schicke. Aber zwei Anmerkungen zu unserem Super Louis.
Zum einen, Luis, mit dem Austeilen, also ich habe ja auch schon auch geschrieben, ist überhaupt gar kein Problem, dass Leute, wenn sie in Chats kommunizieren, das läuft eh, ne? Also wir haben Untergruppen von Chats jetzt, wir haben engere und weitere Kreise von Chats, also wir haben mindestens 3, 4, 5, also wenn wir die 2-3er-Konstellationen dazu nehmen, also dass Leute gucken, mit welchen anderen können sie gut kommunizieren, dass das vorwärts bringt oder auch eine Kultur, die wir anstreben, schon mal vorbildlich vorleben, ne? Wenn dann, stell dir mal vor, Luis, 3, 4 Leute würden sagen, wir praktizieren jetzt mal die liebevolle Kommunikationskultur, wie sie Schenker-Bewegung im Ideal hat. Wir machen das 2, 3 Monate und dann stellen wir unseren Chat-Inhalt, wenn alle damit einverstanden sind, stellen wir einfach mal offen. Wir veröffentlichen das und machen daraus ein Modell, wie könnte sowas auch gehen, ne, unter den Leuten, wo es schon funktioniert. Und ich kann auf jeden Fall sagen, bei dem anderen Punkt, oder erstmal dann jetzt noch, was das Aushalten angeht, zusätzlich vielleicht auch von Chats, in denen man mit Leuten ist, wo man denkt, das ist sehr schwierig, wenn du da dasselbe Durchhaltevermögen praktizierst wie bei deinen anderen Plattformen und so, dann sehe ich nicht, dass du da irgendwo zu sehr an deine Grenzen stoßen wirst. Und dann kommt ja noch Folgendes auch dazu. Du hast gemeint, wie schwierig kann es für eine Bewegung sein, wenn ihre Maßstäbe nicht konsequent eingehalten werden. Deshalb habe ich Schenker-Bewegung ja so strukturiert, wie sie strukturiert ist. An die Schenker kann man die Einhaltung der Maßstäbe anlegen. An die Verbündeten nur, dass sie das theoretisch bejahen. Und wenn die Verbündeten untereinander dann schauen, wie sehr halten sie da Dinge ein? Oder wie sehr haben sie selber, auch wenn sie bei den anderen die Fehler sehen, das ist ja gut, wenn man einander die Fehler sieht, ne? Auch schön, wenn man sie sachlich und freundlich, liebevoll, konstruktiv, als konstruktive Kritik statt als destruktive Kritik einander vorbringen kann. Aber wenn die Verbündeten schauen, wie sehen die Verhältnismäßigkeiten aus, dann wird das in den meisten Fällen auch dazu führen, dass sie sagen, oh, Jesus hat schon recht, mit dem nicht mit Steinen schmeißen, wenn man im Glashaus sitzt. Ich selber profitiere auch davon, dass man an mich als Verbündeten jetzt nicht die volle Strenge der zu Ende gedachten Schenker-Ideale anlegt. Also ich kann ein konkretes Beispiel nennen, ist ja gut, wo du U-Punkt sagst. Also eine Frage ist ja, wenn da Männer und Frauen sind in der Bewegung und auch mit ihren Beziehungen in der Bewegung sind, wo sind da vielleicht Unausgegorenheiten, wo gibt es Knalleffekte und so weiter. Eine ganz andere Frage ist, inwiefern hat man Beziehungen, die gar nicht mit auf die Bildfläche kommen, sondern wo man hingeht und hält das raus, sozusagen sein ganzes Thema jetzt, wie geht man da um mit Beziehung, Partnerinnen treten gar nicht mit auf oder was auch immer. Das geht alles auf Verbündetenebene, aber das sollte man auch alles so sehen, als ganzes rundes Bild immer, wie es so ist, ne? Und dann weiß man auch, wo ist es gut, ja, auch Baustellen auszuhalten. Gerade da, wo alle diese Beteiligten, also alle, die Verbündete sind und damit auch Schenker bewegen auf Verbündetenebene, diese Fehlerhaftigkeit mit drin hat im Programm und die Entwicklungsarbeit oder die Weiterarbeit an diesen Baustellen. Okay, das mal noch dazu und ansonsten eben noch einmal eine ganz innige Umarmung an euch und Dank, ne, von meiner Seite aus kann das dann ein weiterer schöner Abend des Verantwortungstreffs gewesen sein. Ja, alles klar. Tschüssi an alle, ja, gell? Kann ich noch mal kurz fragen, Öffi, ja, wie du das meinst, dass andere Leute mit den Beziehungen? Na, ist doch ganz einfach, Luis. Also ich bin jemand, der lebt sowieso nur mit Partnerinnen zusammen, die sich idealistisch bekennen, die sich zur Schenkerbewegung bekennen, die entweder mindestens Verbündete sind oder Mitschenkerin. Ich habe nie andere Partnerinnen gehabt als die, die offen mit auf die Bildfläche treten, die sich den Auseinandersetzungen mitstellen. Egal, ne? Was weiß ich. Also ich hatte dabei auch schon Frauen, die ja sehr kritikwürdig aus Sicht anderer Menschen dagestanden haben in der Öffentlichkeit. Ne? Also alles schon da gewesen. Aber natürlich kann man auch so hingehen mit seinen Beziehungen, dass man sagt, okay, ich bin ein Schenker-Verbündeter. Die Schenker müssen alles nach den Idealen richten, auch ihre Beziehungsgestaltung. Ich gestalte meine Beziehung so, dass das gar nicht sichtbar wird. Ich habe eine Partnerin, davon weiß keiner jetzt letztlich, keiner hat sie bisher kennengelernt oder sie ist jetzt noch nicht idealistisch mit aufgetreten.
Man weiß nicht, wie unsere Beziehung sich gestaltet. Man weiß nicht, was ist die überhaupt Teil von Schenker-Bewegung? Versteht die sich als Verbündete oder was auch immer? Und das kann ein Verbündeter alles so machen. Ein Schenker könnte es nicht so machen. Und dementsprechend ist immer gut zu gucken natürlich, wo sind vielleicht Unausgegorenheiten oder wo erscheint was nicht stimmig. Aber dass es überhaupt sichtbar ist und dass es überhaupt sich so einbringt in das ganze Geschehen, ist stimmiger, als wenn das nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ob ich mich unklar ausdrücke. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich verstanden, was du meinst. Genau. Ja, klingt halt irgendwie so, als oder ich habe die Möglichkeit gesehen, dass du da irgendwas kritisieren willst, aber ist wahrscheinlich nicht deine Absicht. Luis, ich rede von Verbündeten. Also wenn du hingehen würdest und verliebst dich in eine mafiose Prostituierte, Luis, und sagst uns nichts davon und die Leute finden, Schenker-Bewegung ist der letzte Mist. Du bist ein Verbündeter, du kannst das machen. Ich habe da nichts rum zu kritisieren. Ne? Also wenn mich einer fragt, wie ist das zu betrachten von der strengen Schenker-ideale Ebene oder wie wäre das, wenn das ein existenzieller Schenker macht, dann würde ich sagen, Aber ansonsten, ich habe euch da nicht reinzureden. Ihr habt keine Offenlegungspflicht. Ne? Ihr müsst gar nichts. Ne? Ihr findet nur den Traum mit drin. Dann habe ich dich nicht falsch verstanden. Okay. Okay, dann danke, Reihum. Ciao. Alles klar, bis Montag. Bis Montag. Ciao.